Ja, ich begrüße zu unserer heutigen Talkshow Demokratie pur mit unserem besonderen Gast Paula Piquet. Und wieder dabei ist Jürgen Wagner alias Öff Öff. Und mein Name ist Dylan. Ich vertrete heute wieder die Next Scientists for Future.de und den Weltrat der Weisen. Im Bild haben wir Ja, jetzt schon mal hallo. Paula zu sehen, ja. Und ich beginne mit der ersten kleinen Runde, damit es auch allen klar wird, wie wir so ungefähr vorgehen könnten. Und ich fange mal an, ganz kurz, ja. Also, welche Verfassungsänderung würde ich gerne, wenn ich Gehör finden würde in der großen Öffentlichkeit für den Weltrat der Weisen in die Diskussion werfen? Welcher Verfassungsänderungsvorschlag oder welchen Gesetzesänderungsvorschlag? Und mein erster Verfassungsvorschlag für die Diskussion wäre die Einführung einer neuen Wahlstimme. Das heißt, einer neuen, zusätzlich zu dem üblichen Wahlkranz, den wir so machen mit den Kreuzchen und so weiter, Landtagswahl, Kommunalwahl, Bundestagswahl, kriegen wir eine zusätzliche Wahlstimme, die wir übrigens bei jeder Veränderung direkt an den Bundeswahlleiter übersenden können sollten. Also mit moderner Technik ist ja sowas vielleicht machbar. Und das heißt nämlich die Wohlfühlstimme. Alle reden von Gemeinwohlökonomie, von gemeinwohlorientierten Wirtschaften, einer Wirtschaft, die dem Menschen dient und nicht der Mensch, der der Wirtschaft dient. Das müssen wir praktisch machbar machen, ist so meine Idee, unsere Idee hier vom Weltrat. Ein Denkmodell von 20 Reformmodellen wäre die Wohlfühlstimme. Es gibt viele Alternativen dazu, aber die Wohlfühlstimme würde bedeuten, dass mein Hausarzt dann am meisten Verdienstzuschlag bekommt, wenn ich mich wohler fühle und meine Stimme sich positiv entwickelt und meine Gesundheitskosten dazu auch noch geringer werden. Dann wird der Arzt quasi belohnt für seine Präventivkurse, seine Ernährungskurse, seine Gesundheitskurse und so weiter. Und mein Lebensmittelhändler genauso. Die Wohlfühlstimme wird also zur Grundlage der Verdienstzuschlägeausschüttung und damit lenken wir die Wirtschaft in den Dienst der Menschheit. Und das führt dann auch zur Friedenssicherung, denn das werde ich später erklären, aber meine Zeit ist um. Paula, ich hoffe, du hast ein bisschen verstanden, wie so die Grundidee für heute ist. Weltverbesserung, ne? Deine Ideen dazu und du bist dran, ja? Und wenn es piepst, ist Ja, deine Zeit rum. jetzt habe ich das vernommen von dir, also die eine neue Wahlstimme, Wohlfühlstimme. Da habe ich erstmal Assoziationen zu Bhutan. Na, die haben ja Genau. auch was eingeführt, indem Genau. man immer alle 4, 5 Jahre nachguckt, wie das Wohlfühlgefühl, also das Gefühl, gute Lebengefühl in der Bürgerschaft ist. Ich bin da ein bisschen weiter weg von, sage ich dir ganz ehrlich, weil ich glaube, dass die Selbstbestimmung wieder größer geschrieben werden sollte. Ich weiß auch, dass es dafür Schritte braucht, natürlich. Du hast nach der Verfassungsänderung gefragt oder darüber gesprochen. Jetzt piept es hier ganz Ja, laut. du kannst gleich weitermachen, Paula. Hallo, Tom? Jo. Wir sind schon fleißig dabei. Ich habe gerade nur wieder kurz von der Wohlfühlstimme erzählt und Paula hat gerade Bhutan erwähnt und das Bruttonationalglück, aber sie wollte jetzt ihre Kritik anbringen. Paula, mach jetzt einfach weiter, ja? Ja, also du hast dann auch von so Verdienstzuschüssen geredet. Ich bin da wirklich weiter, weiter weg von. Ich glaube, dass wir wesentlich weniger Gesetze brauchen, weil wir sind in der Hochzeit der Regeln und Gesetze. Also es gab es noch nie in der Menschheitsgeschichte, dass wir so viele Regeln und Gesetze haben, die wir befolgen sollen. Das sind ganz Kleinigkeiten wie nicht über Rot gehen oder nicht in die Ecke pinkeln in der Öffentlichkeit, bis hin zu größeren, wichtigen Sachen, die wir also nicht mitentscheiden können in unserer repräsentativen Demokratie. Die Idee an sich, dass man also eine Stimme, eine eigene Stimme hat, finde ich gut.
da gehen wir erst zu dem ersten Schritt, vielleicht die Democracy App, ja, die existiert ja schon, die haben wir von der Humanistischen Friedenspartei und auch von der Freiheitsbewegung immer unterstützt, weil wir brauchen ja Zwischenschritte. Wir können jetzt nicht die Menschheit einfach nehmen und sagen, so, jetzt verändert sich alles, sondern man muss Zwischenschritte machen, damit die Leute nicht in eine kognitive Dissonanz kommen. Ich sehe die Zeit jetzt darin, dass man sich erstmal selbst befreit. Das ist das Allerwichtigste zu begreifen, dass wir nicht mehr fremdbestimmt sein müssen. Das ist so meine Einstellung erstmal für den Beginn dieser Diskussion. Ja, super. Ich werde nachher, wenn ich wieder dran bin, auch darauf eingehen, was du gesagt hast. Aber jetzt wollen wir erstmal das Anfangsstatement von Tom hören. International Work Group. Sekunde, Tom, ich blende dich noch ein. Das Foto ist da, ist gut zu sehen. Und die Schaubilder habe ich natürlich auch alle dabei, ne? Für alle Fälle. Also bitte, erstes Statement von Tom jetzt, ne? Okay, ich mach's ganz kurz. Vielleicht ein Tick lauter? Ja, mein Name ist Thomas Schwedt, Elektrotechniker und Psychologe mit Börsenerfahrung. Und genau deshalb verfolge ich einen ganz anderen Ansatz. Ich suche nämlich die wahre Ursache. Ja. Ich bemerke, dass alle bisher gemachten Aussagen, nicht nur die jetzt hier, sondern in der ganzen letzten Vergangenheit, durchaus richtig erscheinen. Wenn möglich, noch ein bisschen lauter. Und ich betone ausdrücklich, dass all diese Gedanken Einfluss finden werden. Und irgendwann in ferner Zukunft werden wir dadurch wirklich alle perfekt sein. Doch leider ist da dieses Ding mit dem Stammhirn und dem Neokortex. Das werde ich vielleicht später nochmal kurz erklären. So, zunächst lasse ich das erstmal so stehen. Ja, damit die Diskussion fortfahren kann. Ja, aber du hast noch viel Zeit, also von daher würde ich noch mal kurz nachfragen. Vielleicht noch mal so, ging es nicht auch um das Finanzkonzept unseres Staates? Ja, natürlich, das ist natürlich das Hauptproblem. Das ist die Hauptursache, ja? Ja. Unsere wirtschaftlichen Schwierigkeiten, ja? Aber warum produzieren wir das? Und das ist nämlich begründet in dieser Diskrepanz zwischen den Stammhirnteilen und dem Neokortex oder dem Kortex an sich. Ja. Soll ich den Neokortex mal kurz erklären? Ja, wir haben noch 30 Sekunden. Also das Stammhirn ist nun mal der Chef in unserem Kopf. Und der Neokortex, mit dem wir denken, spielt leider nur die zweite Geige. Kann sich nur ganz selten mal durchsetzen. Ja. Um das mal näher zu erklären, ich hätte da auch das Bild mitschicken sollen. Grundsätzlich ist unser Gehirn maßgeblich aus Eiweiß, aus Protein. Ja? Das lässt sich leicht verändern. Die Nervenstränge dort können schnell auf, um und auch wieder abgebaut werden. Aber der Chef im Hause ist eher aus fleischigem Material. Die Teile des Stammhirns können nur in evolutionären Schritten geändert werden. Das heißt von Generation zu Generation. Also letztendlich, weil die Zeit jetzt um ist, der Konflikt da in der nächsten Runde dann eingeht, quasi das Stammhirn, das würde ich so sagen, das sind die genetisch verankerten Systeme, natürlichen Systeme des Menschen, und der Neokortex, der denkt, der wäre der Herr im eigenen Hause, wird aber eigentlich durchaus auch von der Natur des Menschen gesteuert, gell? Soweit. Soweit. Genau. Ja. Ja, dann ja, macht ich jetzt. Ich habe das befürchtet, dass ich da mitten in der Rede jetzt abbrechen muss. Ja, konnte ich jetzt nicht ganz zu Ende führen, muss ich das nächste Mal nochmal ansetzen. Genau, also. Okay, denn jetzt ist FF dran mit seiner ersten Begrüßungsrunde, ja? Ja. Was würdest du also ändern wollen? Vielleicht verfassungsmäßig oder gesetzemäßig, oder wie würdest du an die Weltverbesserung rangehen? Los geht's. Ja, danke schön. Ja, ich kann sagen, ich bin der Systemaussteiger seit 30 Jahren und habe versucht, da ein möglichst rundes Bild aus meinem Leben und auch dem Gesellschaftskonzept zu machen, was ich anbiete. Insofern kann ich sagen, ich bin der Auffassung, dass Paula recht hat, es muss anfangen mit der Selbstorientierung, weil ich muss erstmal selbst Entscheidungsorientierung haben, um dann auch mit anderen gemeinsam entscheiden zu können, also beurteilen zu können. Inwiefern muss ich da ständigen Konsens haben? Inwiefern kann ich Leuten als Autorität vielleicht auch vertrauen?
Das setzt alles voraus, dass ich in mir diese Grundordnung schaffe, um mich so orientieren zu können. Und ich glaube, dass da enorm viel tabuisiert ist in unserer Gesellschaft und oft nur in Splittern auch gedacht wird, also auch bei denen, die Alternativen sich denken. Das ist sehr zersplittert und wenig ein rundes Bild. Beispielsweise, die wenigsten Leute wissen eben, was ist eigentlich Entscheidungsreife für sie selbst, also Mündigkeit. Was ist die Persönlichkeits- und Verantwortungsreife, mit der man in der Lage wäre, freiwillig aufs Ganze gesehen verantwortlich Entscheidungen treffen zu können, also in der Entwicklungspsychologie das sogenannte Post-Conventional Level. Viele Menschen wissen dann sogar gar nicht, was die Grundbedeutung von Mitbestimmung ist, also das Konzept Free, Prior and Informed Consent beispielsweise. Sie wissen nicht, was das Recht auf Alternativenübersicht in der Demokratie ist, der sogenannte Beutelsbacher Konsens. Und ich gehe noch weiter, ich glaube, dass eine Verfassung, die wirklich verantwortet werden kann, das darf gar keine nationale demokratische Verfassung mehr sein, sondern das müsste sowas wie Menschheitskonsensdemokratie sein. Das heißt Konsens deshalb, dass nicht eine Mehrheit mit Gewalt über Minderheiten bestimmt, wie es die normale demokratische Wahlweise ist, was übrigens pervers ist. Also es wird ja sowieso von den Lobbys verzerrt. Aber wenn hier in Deutschland eine Mehrheit etwas entscheidet, was die ganze Welt betrifft, dann entscheiden eigentlich sogar machtreiche Minderheiten über Mehrheiten und tun denen Gewalt damit an. Das heißt, eine wirkliche Menschheitskonsensdemokratie würde sehen, die Kinder der Zukunft sind immer als die maßgebliche Mehrheit zu betrachten und das müsste da auch in den Wahlvorgang so mit eingebaut werden. Das mal so als grober Umriss. Vielleicht noch gesagt, ich bin Teil von Terrania. Das ist schon eine Alternative zu Staatsverfassungen. Das ist das Bündnis freier Menschen für freie Erde. Ja, genau. Und jetzt bin ich wieder kurz dran und ich greife auf, was Paula gesagt hat. Ja, genau das war die Grundidee. Wir haben gesehen, dass in Bhutan als Wissenschaftler haben die Professoren, die ja seit 1968, also seit 52 Jahren mittlerweile daran geforscht haben und gearbeitet haben, haben natürlich Bhutan gesehen und haben die guten Seiten von Bhutan gesehen. Die haben die guten Seiten all dieser Überlegungen gesehen, aber auch die Probleme darin, dass man nämlich dort die Leute wirklich von Dorf zu Dorf gehen und mit ganz langen Fragebögen die Leute ausfragen sozusagen, aber diese Daten, die da erhoben werden, werden nicht damit gekoppelt, ob jetzt derjenige, der ihnen zum Beispiel Lebensmittel geliefert hat, ob er die jetzt nun mit Pestiziden kaputt gespritzt hat oder vergiftet hat oder so und die Leute deswegen eigentlich deswegen krank werden. Oder ob sozusagen der Nachbarsbauer, der die Früchte geliefert hat, sozusagen die im herrlich naturbelassenen Zustand mit Permakultur und super Bio-Qualität, Demeter-Qualität oder was auch immer hergestellt hat, ja, das wird durch die Wohlfühlstimme erst gemessen. Das heißt, man kann tatsächlich, ich würde so sagen, wir haben, wie Paula, du hast ja richtig gesagt, wir haben so einen Kontrollstaat schon, wir haben schon überall Gesetze. Wir haben diese Gesetze können wir alle abschaffen, wenn wir die Wohlfühlstimme haben, weil wir kontrollieren ja nur überall herum, ja, weil sozusagen nicht gemessen wird, ob derjenige, der mein Wasser liefert, mir Giftwasser liefert oder sauberes Wasser liefert. Und das könnte man anhand der Wohlfühlstimme alles ausrechnen. Ob mein Lebensmittelhändler mich mit krankmachenden Lebensmitteln versorgt oder mit gesundheitsförderlichen. Der würde keine Verdienstzuschläge mehr kriegen, wenn er mir Müll liefert. Also wird er in Zukunft seine Landwirte anregen, die Böden zu reinigen. Aber meine Zeit ist um. Paula, du darfst antworten. Oder deine Sichtweise weiter ausbreiten, ne? Ja, das ist ganz schön gedacht, Dylan. Aber soweit ich weiß, in Bhutan sind sowieso gar keine Gifte im Einsatz in der Ökologie. Ich habe mich damit schon vor einigen Jahren hoffentlich befasst. Ja, man könnte natürlich jetzt auch sagen, aus der Mainstream-Ecke heraus, Bhutan ist sehr nationalistisch. Ne? Heute werden ja viele so in die Ecke gestellt. Bhutan lässt keine Touristen rein, außer mit 500 Euro am Tag. Das heißt, da musst du schon richtig gut Geld haben, um einen Luxus, einen Luxusbesuch in Bhutan zu machen. Und sie schotten sich ab. Warum schotten sie sich denn ab?
Das ist erstmal die erste Frage. Kann man denn Freiheit nur gewinnen, indem man sich von diesem globalen System, und das World Economic Forum sagt in einer schönen Grafik, dass 63% der, und jetzt bitte gut zuhören, des Humankapitals entwickelt sei. So, was beinhaltet diese Aussage? Das World Economic Forum hat sehr viel Macht in dieser Welt. Da kommen die Reichsten, die größten Companies, die wichtigsten Regierenden und beschließen dann teilweise, weil die ja sehr weit verbreitet sind, die Firmen auf der ganzen Welt, Dinge über unsere Köpfe hinweg. Also da wird also unsere Verfassung jetzt, hat im Grunde eigentlich gar keinen großen Stellenwert mehr, weil dann die EU-Verfassung vorher kommt, die nicht demokratisch gewählt wurde. Darüber kommt die UN-Verfassung, die sich eh keiner hält und die eh machen, was sie wollen. Und deswegen hat sich Bhutan auch ein bisschen abgeschottet und versichert sich damit, dass man halt nicht jeden reinlässt und schon gar nicht als Staatsbürger, sondern sagt, nein, um unsere Natur und Menschlichkeit zu erhalten, schotten wir unser kleines, sauberes Land ab. Gut. Ja, danke. Also das ist ein hochinteressanter Punkt, werde ich nachher drauf eingehen. Jetzt ist erst wieder Tom dran. Ja, wie gesagt, welche vielleicht jetzt Gesetzesänderungen in Bezug auf die Wirtschaft vielleicht schwebt dir vor. Los geht's. Ja, kann ich das Bild 1b haben? Ja, in blende ich ein. Ja. Also für alle anderen, ihr könnt das Bild 1b, ich habe ja eine Mail geschickt, wo die ganzen Bilder drin sind für die heutige Sendung. Und ich schlage das Bild 1b jetzt für die Zuschauer auf. Augenblick. Es ist doch das Richtige, das mit den Kurven, gell? Ja, ja, da mit der Explosion auch. Ne? Ja, mit der Explosion rechts oben, ja? Genau. Ja, gut, das ist natürlich so. Und geht bitte so laut wie möglich sprechen. Du bist etwas zu leise eingestellt. Okay. Stammhirn, ja? Da ist unser ganzes Generationenerleben gespeichert. Das ist der Chef im Hause. Und so kommt es, dass wir immer wieder ein Loch graben, um unser Futter darin zu verstecken, ja? Nur bis die Raben tun, weil das bisher halt so gut funktioniert. Und das müssen wir in Zukunft verhindern. Und das möchte ich halt mechanisch machen, weil wir dazu emotional überhaupt nicht in der Lage sind. Schauen wir uns die Schaubilder mal an, wie das abläuft, ja? Das Kapital wächst also exponentiell. Das kann das Wirtschaftswachstum natürlich nicht bieten. Warum nicht? Das ist links oben die Skizze, ja? Das Problem können wir uns anschauen. Kapital wächst exponentiell. Der Gewinn muss dem folgen und das Wirtschaftswachstum kann das nicht. Ja, sonst hätten wir noch mehr Umweltzerstörung. Ja, ich kann mir ja nicht 5 Waschmaschinen und 3 Autos hier hinstellen. Ja, das geht einfach nicht. Das läuft nicht. Aber die Menschen sind nicht bereit zu sagen, okay, dann verdiene ich jetzt halt weniger, ich habe gute Kohle gemacht. Nein, sie wollen ständig weiter so viel verdienen. Und es ist ganz klar, bei einem Wirtschaftswachstum von 12%, ja, kann das durchaus möglich sein. Aber es wird sinken bei der Bedarfsgrenze, das ist dieser Punkt X, ja. Und wenn es dann sinkt, ja, dann entwickelt sich das eben alles schief. Ja, ich lasse mal ein bisschen Zeit, um das da sich anzusehen, ja, dann darf das Kapital einfach nicht mehr um 10% herum wachsen. Das macht es aber trotzdem, ja. Ja. Und was machen wir? Wir machen das mit Schulden, ja. Die Arbeitgeber sind direkt davon betroffen, sie werden arbeitslos, das heißt, den Rest zahlen die Armen, ja. Und wie wäre jetzt schon mal für diesen Durchgang jetzt schon mal der erste Ausblick, wie könnte dann die Lösung aussehen? Ja, nein, das zahlen die Armen, ja, nicht unterbrechen bitte. Ja, das zahlen die Armen durch ihre Arbeitslosigkeit, ja, das zahlt die Natur, sie wird ausgebeutet, der Dreck wird überall hingeschmissen oder nach Indien und Afrika verschickt. Ja. Da liegen unsere Probleme begraben, ja? Ja. Würden wir Produkte, ja, den Warenpreis der Produkte bezahlen, ja, auch die Entmüllung wieder
dann werden die Produkte so teuer, die wir im Moment da haben, die Plastikprodukte, ja, dass sie keiner kaufen könnte. Ja, das ist der Punkt. Was wir eigentlich brauchen, ja, ist das Kapital, Entwicklung, Wirtschaftswachstum und Gewinn in der natürlichen Harmonie einhergehen, ja. Und das dann in der nächsten Runde, ja, wie das gehen könnte. Und wie das gehen könnte, sage ich dann in der nächsten Runde. Genau. Ja, super. Dann Öff, ja, auch ein Schaubild oder Foto? Kann immer abwechselnd sein, dass die Leute dann nur drauf gucken können. Ja, genau. Ich blende mal ein Schaubild ein. Ne? Genau, also ich bleibe so am Faden dessen, was so gesagt wird, auch hier im Gespräch. Und ich komme zurück, ich habe eben schon mal so ein grobes, rundes Bild gezeichnet, was mich da bewegt. Und gehe jetzt mal auf Einzelheiten ein, auch was gesagt wurde. Also wir Menschen haben keinen Instinktmechanismus mehr, dass wir automatisch funktionieren. Das heißt, es muss über Bewusstwerdung, über unseren Geist laufen. Und da fangen wir auch nicht an, indem wir über unser Stammhirn oder sowas Bescheid wissen, sondern wir beginnen mit dem inneren Gespräch mit uns selbst, indem wir uns zu orientieren anfangen und von da aus auch uns erforschen können. Also auch gucken können, wie funktioniert das mit Stammhirn und so weiter. Und wir müssten als Schlüssel also ansehen, dass der Einzelne in sich diese Bewusstwerdung so durchführen kann, dass er sieht, ich bin verantwortlich für die gesamten Folgen meines Tuns und aus so einem ganzheitlichen Verantwortungsbegriff heraus möchte ich mich steuern. Das bedeutet, dass ich an andere mein Steuerruder nicht mehr abgeben kann, wenn die nicht so verantwortlich damit umgehen. Dann stelle ich fest, es gibt eben auch gar nicht einen Gesellschaftsvertrag oder irgendwas, wo ich meine Rechte, meine Selbstbestimmung, meine Souveränität abgegeben hätte. Das würde also auch nur in Ordnung sein, sowas, wenn ich gefragt werde und wenn ich Ja sage und ich dürfte nur Ja sagen, wenn das auch aufs Ganze gesehen verantwortlich gesteuert ist. Also das mal so als Grundorientierung, zu der Einzelne kommen müsste. Denn wir können eben auch nicht sagen, wir entwickeln jetzt irgendwelche Mechanismen und dann ziehen wir die Schräubchen so an, dass die Menschen richtig funktionieren. Keiner von uns will, dass irgendwelche Weltrettungskonzepte an seiner Kenntnis und seiner Mitentscheidung vorbei durchgeführt werden. Also irgendwelche Strippenzieher oder Schräubchendreher. Man funktioniert nicht und weiß gar nicht, warum und wie. Nein, wir wollen alle, dass dieses Bewusstsein in uns auch zur Orientierungsgrundlage gemacht wird, auch respektiert wird. Wir wollen alle, dass wir wissen, was geschieht. Wir wollen mitentscheiden können, wie Schräubchen gestellt werden. Also was wir von uns, also für uns haben wollen, das müssen wir auch den anderen gönnen. Und dementsprechend ist der entscheidende Weg also, wie kann man ein Konzept von freiwilliger Gesamtverantwortlichkeit entwickeln, was man in sich und dann auch in sozialen Strukturen bzw. Entscheidungsstrukturen umsetzen kann. Was das konkret heißt, da gehe ich noch nicht weiter drüber. Ja, genau. Und ich gehe gleich mal direkt darauf ein, ja, dass ich eben mich frage, wie ein Mensch, der heute durchmanipuliert ist, durch Werbeparolen aller Art, die er gar nicht durchschauen kann, weswegen er glaubt, dass Nuss-Nougat-Creme ihn zu einem Weltfußballer machen wird. In Wirklichkeit macht es seine Zähne und seine Gesundheit kaputt, führt zu Übergewicht und zu Diabetes im Kindesalter schon, ja, zu Altersdiabetes im Kindesalter, wie dieser Mensch das schaffen kann. Und deswegen ist der Gedanke, was die Menschen hinkriegen würden, was auch die breite Masse der Menschen hinkriegen kann, ist eben ihr eigen in sich reinzuhören. Wie geht's mir heute? Ach, ich habe mich verliebt. Ich habe einen neuen Partner. Da melde ich doch dem Bundeswahlleiter gleich mal eine Stufe besser. Also statt einer 3 bis 4, mit der wir alle anfangen, Schulnote 3 bis 4, gebe ich dann jetzt mal eine 4 plus ab, weil ich habe mich, eine 3 minus ab, weil ich mir geht's ja jetzt besser, weil ich habe mich verliebt. Oder der Arzt sagt mir, sie haben Krebs und ich bin geschockt und egal, ob der Arzt jetzt recht hat oder nicht, aber ich bin geschockt, mir geht's beschissen und ich gebe vielleicht sogar gleich eine 4 ab, sogar 2 Stufen weiter, weil es mir so schlecht geht durch diese Krebsdiagnose. Das können Menschen hinkriegen. Und das reicht aus,
um die anderen Teile der Wirtschaft, also die, den nicht nur den Hausarzt, sondern den Lebensmittelhändler dazu zu bringen. Paula, du hattest gesagt, letztendlich das Abschotten von Bhutan, geht es nur durch Abschotten? Oder ist es nicht eher so, dass Rewe und Aldi und Alnatura durch die Wohlfühlstimme dann quasi selbst entscheiden, mit dem chemischen Labor prüfen, was sie überhaupt in ihre Läden reinlassen. Das heißt, der Zulieferer weiß dann ganz genau, wenn ich irgendeinen Dreck produziere, wird mir das Rewe, Alnatura und Aldi niemals abkaufen. Die werden den Vertrag mit mir kündigen. Und so lenkt dann die Wohlfühlstimme alles zum Guten. Paula, du bist dran. Ja, da ist mir auch, Dylan, das ist mir immer noch zu, weißt du, es ist ja schön und gut, dass jeder frei entscheiden kann, aber wir leben in einer Art Korporatismus. Das heißt, unsere Regierungen arbeiten mit diesen riesengroßen globalen Firmen zusammen und kriegen massiv Druck von denen, aufgrund, dass sie natürlich die Macht haben zu sagen, ja, wenn in eurem Land das nicht möglich ist, gehe ich in ein anderes Land und dann kriegt ihr keine Steuern, wobei die Steuern ja sowieso nicht wirklich fließen, aber es geht um Arbeitsplätze. Wir sind nach wie vor, die ganze Gesellschaft ist gefangen in einer Beurteilung von außen, weil du auch gerade mit den Ärzten gesagt hast, was die dann beurteilen. Ich glaube, da komme ich zu Öff, ich glaube, er war das, wir müssen wieder lernen, uns selbst zu fühlen. Das heißt, unsere eigene Identität, denn wir bauen ja eine digitale Identität auf, da empfehle ich nur, ich habe gestern ein Video gemacht auf meinem YouTube-Kanal, Paula Piquet. Ich habe gestern über ID 2020 ausführlich berichtet, damit die Menschen überhaupt wissen, was das ist, was sie da wollen. Und sagen die so merkwürdige Sachen, wir hätten einen Anspruch oder auf das Eigentum unserer eigenen Identität. Das ist natürlich ein total hohler Satz, denn unsere Identität ist ja in uns, die kann uns ja gar keiner wegnehmen. Das heißt, wir müssen gucken, dass der Mensch wieder zu seiner eigenen Würde kommt, zu seiner eigenen Beurteilung und nicht immer diese Außenbeurteilung von außen, denn da müsste man Michel Foucault mal lesen, was mit der Außenbeurteilung alles mit dir als Mensch anstellt. Das heißt, von außen können die Gesetze immer verändert werden und einmal liegst du richtig, einmal liegst du falsch mit deinem Verhalten. Das liegt immer daran, wie gerade das, ob du im Kommunismus, Sozialismus oder in einem Korporatismus, ist eigentlich völlig egal. Die Beurteilung findet ständig von außen statt und die Selbstbestimmung, die ist halt erst zu machen, wenn du dir, was der Öff gesagt hat, wieder deiner selbst bewusst wirst. Das ist schwierig. Aber das kann man natürlich bei der neuen Generation, weil wir lernen von Generation zu Generation, durchaus einsetzen. Ja, in Bhutan machen sie das mit Meditation. Man muss jetzt nicht alle zwingen zu meditieren. Ich bin Sängerin, ich meditiere kaum, weil... Übrigens, tolle Songs habe ich gehört von dir. Das ist wunderbare Musik. Ja, danke, aber also das ist für mich ständige Meditation. Ich bin eigentlich in einer ständigen Meditation mit wachen Augen. Also ich bin wachsam. Ja. Und das ist das, was wir, glaube ich, erstmal in die Gesellschaft reinbringen, bevor wir hier großartige Dinge verändern, weil dann geht das automatisch. Je mehr du dir selber deiner selbst bewusst bist, dann kapierst du auch den natürlichen Wachstum. Das heißt, ein natürlicher Wachstum kann manchmal nach unten gehen. Ja, die Felder haben zu wenig Wasser, zu wenig Sonne und gehen ein. Und manchmal hast du eine Ernte, die unheimlich groß ist. Du weißt gar nicht mehr, wo du überall Speicher aufbauen sollst. So, und das ist der natürliche Wachstum. Ja, also und darauf werde ich auch dann gleich antworten, wenn ich nachher wieder dran bin. Okay, das war's erstmal. So, erstmal für diese Runde, ja. Tom, wieder so laut wie möglich, ja. Und wieder Schaubild Nummer 1. Wieder schreien und dann Schaubild Nummer 2. Schaubild Nummer 2, Augenblick. Ja, okay. Ist da, also ist... Paula hat ja schon festgestellt, wir sind gefangen vom Kapital und von den Konzernen, ja. Und das liegt natürlich auch an diesem Problem. Ja, da haben wir es nochmal dargestellt, ja. Das wächst also exponentiell, wird dem Markt entzogen. Das Kapital wird dem Markt entzogen, ja. Es gibt jede Menge Arbeitslose, es ist kein Geld da, es tut sich nichts mehr, ja. Und wir haben diese Probleme, die wir jetzt im Moment haben. Die hatten wir übrigens schon vor Corona, ja. Corona ist nur eine gute Möglichkeit, nochmal alles Geld in diesen Laden reinzuziehen.
treffen. Ja, alles, was wir 2008 schon mal gemacht haben, wird jetzt nochmal probiert. Ja, und das haben wir 1929 schon mal probiert und es hat nicht funktioniert. Das wird auch nicht funktionieren. Wir müssen das Grundproblem, die Ursache lösen. Ja, und da kann man diesem Problem einen Zins- oder Kreditsatz entgegenstellen, der reziprok proportional ist. Ja, und schon haben wir das Problem gelöst. Ja, das Kapital kann sich nicht mehr weiter auf den Konten der Reichen vermehren. Ja, die bleiben irgendwo hängen bei 5 Millionen. Das ist ja auch ganz gut. Sie haben gearbeitet, sie können ihre Gewinne einfahren. Ja, aber sie können nicht dem Markt das ganze Geld entziehen. Das müssen wir unbedingt verhindern. Ja, das ist das Grundproblem unserer Ausdehnung, ja, auf dem Planeten, ja, die Ausbeutung des Planeten. Das ist alles nur nötig, um das Kapital zu befriedigen, ja. Das können wir emotional einfach nicht lösen, weil wir eben durch das Stammhirn ein Problem mit Verlusten haben, ja. Wenn ich heute 1000 Euro verdient habe, will ich morgen 1200 verdienen, ja, und keine 700. Es geht mir schlecht, wenn ich nur 700 verdiene. Und dem Reichen geht es definitiv schlecht dadurch, ja. Und er muss einsehen, ja, das wird er. Wenn Autos über vertrocknete Felder fliegen, weil da ein Sturm ist, ja, dann werden die das ganz schnell annehmen, was ich da sage, ja. Dann werden die begreifen, oh mein Gott, ich habe zwar jetzt die Milliarden auf meinem Konto, aber ich kann es überhaupt nicht mehr nutzen in der total zerstörten Welt, ja. Ja. Und darauf müssen wir warten. Und dann müssen wir einen Neustart machen. Und das international, nicht nur national. National ist das völlig unmöglich. Ja, sobald wir das die ganze Zeit so machen, dass wir dem, der was hat, immer noch mehr dazugeben, ja, wird es zu unserem Problem kommen. Ja. Ja. Und die, die das Geld haben, die sind natürlich drauf aus, das so zu lassen. Ja. Aber die müssen wir überreden und müssen sagen, hör mal, Junge, dein Geld nutzt dir nichts, wenn die Umwelt kaputt ist, weil wir dann nicht mehr leben können, weil wir dann aussterben. Punkt. Ja, weiter in der nächsten Runde. So, FF, du bist dran. Und ja. Relativ leise, FF, du bist eher zu laut. Okay. Also, dann sage ich mal, ich habe ja im ersten Beitrag gesagt, ich fange bei mir an und habe einen Entwurf anzubieten sogar für einen Staatsersatz, Terrania, was ich ja im späteren Verlauf noch genauer erklären werde. Im zweiten Beitrag habe ich gesagt, wir können nicht anfangen bei Instinkten, der Beschaffenheit des Stammhirns oder was auch immer, weil unser Entwicklungsprozess mit dem inneren Gespräch mit sich selbst beginnt und dieser Art sich zu finden und dann auch Orientierung zu finden. Wie geht man mit eigenen Entscheiden um? Wie kann man das verbinden mit Entscheidungen anderer auch? Ich komme jetzt mal zum Kern. Warum greift mir das, was bisher so angesprochen wurde, noch nicht ausreichend und worin wäre der Schlüssel zu sehen, dass ein Mensch dann da zu freiwilligen, gesamtverantwortlichen Entscheidungen kommen kann? Also dem Menschen einfach nach seiner Wohlfühlstimme zu gehen, hatte ich schon öfters gesagt, wenn er ein süchtiger Mensch ist, dann wird er sein Wohlgefühl an Suchtbefriedigung knüpfen. Wenn wir sagen, der Mensch kriegt Geld oder Macht oder was weiß ich, oder auch Freiheit in die Hand, wie entscheiden denn die Menschen, die alle Freiheit in der Welt haben, die reich sind, Milliarden haben und die größte Macht haben? Sie entscheiden eben nicht zum Wohle der Welt und jemand, der denkt, das Wohl der Welt ist auch mein Wohl, dann entscheiden sie auch nicht zu ihrem Wohl. Also da muss irgendwo ein grundlegender Fehler drin sitzen und wir brauchen eine Verantwortungsbildung für den einzelnen Menschen, wodurch dann eben das andere, was alles nicht reicht, also Geld, Freiheit, Macht geben, wodurch all diese Dinge, wenn sie in seine Hände kommen, dann von ihm auch verantwortlich gehandhabt werden können. Und das sehe ich eben darin, dass der Mensch sich mit seinem Geistwesen, mit seiner Vernunftseele so identifiziert, dass er das aufs Ganze gesehen Vernünftige macht als größte Lust, also sozusagen als Seelenorgasmus, könnte man sagen. Sodass das mehr wirkt als irgendwelche Verlockungen, Süchte, Macht, Geld, Freiheitsansprüche, die ihm irgendwie geboten werden können, um ihn zu korrumpieren. Und wie das im Einzelnen aussieht, mit dieser Identifikation mit der eigenen Vernunftseele, erkläre ich im nächsten Beitrag dann noch genau. Alles klar, vielen Dank. Und ich werde jetzt also nochmal, ich glaube, jetzt wir nähern uns auch so ein bisschen und ich werde jetzt nochmal
kurz darauf eingehen, liebe Paula. Du hast ja eben gesagt, so sich selbst fühlen. Und da muss ich sagen, das war ja die Grundlage. Warum ich bei diesem Weltrat der Weisen überhaupt mitmache, ist, weil sich deren theoretische und konzeptionelle Modelle mit meiner Erfahrung aus der Selbsterfahrung, also ich bin ja von Grundberuf gewesen, Psychotherapeut und Psychoanalytiker und so weiter und hab tausende von Stunden in Selbsterfahrungsgruppen zugebracht, war in Indien bei dem berühmten Sexguru Bhagwan Sri Rajneesh, heute Osho genannt und so weiter. Und habe dann eben immer in mich hineingespürt, wie ist denn meine innere Natur, ganz unabhängig von dem, was mir dieser Raubtierkapitalismus und diese merkwürdige Marktwirtschaft sozusagen eigentlich alles verbieten möchte und was sie sagt, was schlecht ist und böse ist und unschicklich ist und unmoralisch ist. Meine Mutter hat schon angefangen, als kleines Kind erinnere ich mich noch, wie ich mit der hübschen Nachbarstochter als kleines Kind so die berühmten Doktorspiele gemacht habe und wie dann meine Mutter sozusagen aus Angst vor der kapitalistischen Gesellschaft, die sagt, das ist unschicklich, ja, uns Kindern ganz behutsam versucht hat, aber wir haben natürlich ihre Angst gespürt und haben gemerkt, wir müssen unsere Natur in der Marktwirtschaft unterdrücken, also sozusagen wir müssen unsere Körperlichkeiten, unser natürliches Menschsein, unsere Liebestendenzen müssen wir ganz früh unterdrücken, denn sonst kriegt Mama so Angst und wenn man Mama so Angst kriegt, dann muss da was ganz gefährlich dran sein. Und dann habe ich erfahren müssen, wie also quasi ich als Mensch quasi dann in dieser katholischen Erziehung immer weiter unterdrückt wurde und das konnte ich eben, weil ich das fühlen konnte, dass ich eigentlich von Natur aus viel mehr ein liebevolles Gruppenwesen bin, als das, was die Marktwirtschaft aus mir macht, nämlich den Konsumenten. Deswegen bin ich ja überhaupt dabei, ja? Alles klar, Paula, du bist wieder dran, gell? Ja, also du hast jetzt über die Liebe geredet. Ich meine, ich könnte fast sagen, ich bin ein Experte für die Liebe, weil erstens, also auch wenn das jetzt merkwürdig klingt, aber also ich bin in erster Linie eine Frau und ich bin gerne eine Frau, wobei ich immer vertrete, weil ich einen tollen Vater hatte. Also Männer sind für meines Erachtens noch zu viel tieferer Liebe fähig als Frauen. Wir haben so eine allgemeine Liebe für alle Menschen, ja, alles, was so existiert, weil wir ja auch die Kinder austragen. Aber Männer sind für mich, also ich halte sehr viel für Männer. Ich will nur sagen, die Liebe ist etwas, ich habe 360 Lieder geschrieben in meinem Leben, circa. Und davon habe ich bestimmt 300 nur über die Liebe geschrieben. Die hat so viele Facetten. Das Ding, was du jetzt angesprochen hast, Dylan, also ich glaube, es liegt auch sehr viel an diesem fragmentierten Lernen allgemein. Also wir lernen nicht die Zusammenhänge zu erkennen von klein auf, sondern wir lernen nur Bruchteile von gewissen Sachen. Und wir spalten die auch ab. Das heißt, wir haben Fächer, das heißt Mathematik, Physik, Chemie, Deutsch, Englisch, was auch immer, Sport, Musik. Und das trennen wir alles voneinander. Und dieses Trennen ist genau das Problem, weil wir erkennen jetzt, wir reden hier alle von Selbstbewusstsein aufbauen und so weiter, wie werden wir selbstverantwortlich, wie können wir besser erkennen, was wir wirklich brauchen, weil wir ja doch, natürlich ist alles eine Manipulation, auch das, was wir hier heute tun, ist eine, weil das aus unseren Köpfen rauskommt. Also dieses fragmentierte Lernen, da habe ich also meine größte Kritik, weil ich erkenne das gerade jetzt zu dieser Krisenzeit, dieser, ich nenne mal das einfach Virus-Krisenzeit, erkennen wir, wie schnell die Menschen im Grunde vergessen, ihren Ursprung als Mensch vergessen, dass wir geboren und sind, also aus der Natur in die Natur. Wir sind also ein Teil davon. Und solange wir uns abspalten, und hier ist auch nur fragmentiert Abspaltung, sobald wir uns abspalten, hat die Menschheit ein Problem, weil wir nicht mehr als Ganzes denken, funktionieren und leben. Also das war es jetzt erstmal von mir. Ja, genau. Und jetzt, Tom? Ah ja.
Und wieder so laut wie möglich. Moment, ich mache erst das Mikrofon ein bisschen lauter für dich. Augenblick, ich mache das Mikrofon ein bisschen lauter. Sekunde, ja, gut, jetzt müsste es gehen. Ich habe normalerweise eine ganz ruhige Stimme. Mit der Schreierei streckt mich total an. Ja, aber die Frage ist halt, ob vielleicht es noch eine Möglichkeit gäbe, am Headset noch den Regler einen Tick lauter zu stellen. Schauen wir mal. Hört man mich jetzt lauter? Ich glaube, es ist schon maximal. Ist schon maximal, ja. Es könnte ruhig ein bisschen lauter sein. Ich höre ihn gut. Ich höre eher dich, Dylan, ein bisschen leiser. Ah, ja. Ja. Er ist ein bisschen leise im Hintergrund, stimmt. Gut, aber für die Aufnahme bin ich sehr laut genug und ich sehe es hier immer im Ausschlag. Also ich bin laut genug und Tom, also bitte wieder so laut wie möglich. Zeit läuft jetzt, ja? Los geht's. Ich noch ein bisschen rum. Also kann ich jetzt mal die meine Homepage haben? Ja, dass man den mal sieht. Geht das? Eine Sekunde. Das ist... https://www.internationalworkgroup.com. Genau. Jetzt muss ich gucken, wie ich die am schnellsten hinkriege. Ja gut, dann rede schon mal ein bisschen was, damit wir die Zeit... Genau, und ich rufe sie auf. Ich rufe sie währenddessen auf. Ich wollte mal jetzt hier in der Runde die Frage stellen, warum machen wir überhaupt Gesetze? Warum haben wir überhaupt Gesetze? Ich kann die Frage auch gleich beantworten, deswegen habe ich sie gestellt. Wir machen Gesetze, weil wir von selbst gar nichts machen. Wir haben erkannt, wir brauchen Gesetze und wir brauchen sogar Strafe gegen den Verstoß, ja, um uns einigermaßen in Raison zu halten. Ja. Das ist die Schräubchendreherei, ja, und die will auch gelernt sein. Da wurden auch schon viele Experimente gemacht, schon seit Rom. Ja. Und deswegen brauchen wir jetzt auch neue Gesetze. Ja. Damit wir das tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen. Ja. Und die Anerkenntnis dieser Gesetze wird sich automatisch ergeben, wenn das jetzt hier losgeht. Ja. Die Wissenschaftler haben ausgerechnet, 5 bis 9 Grad Erwärmung, ja, bis 2050. Diese Erkenntnis schöpfen sie aus den Wirtschafts- und Umweltberichten der Nationen. Ja. Also es sind auch alle Änderungen, die schon geplant sind, ja, sind dort erfasst. Auf der Seite 1 meiner Webseite mache ich das mit Mexiko. Ja. Bei Start? Nein, einfach nur auf der ersten Seite, home.de, also in Deutsch kann man das nachlesen. Ich habe es vorliegen. Auf den mexikanischen Bericht ein, als Beispiel, ja. Und es wird also da so sein, trotz aufbauender... ein Beispiel, Umweltbericht aus Mexiko. Aus Mexiko, der mexikanische Bericht ist das, ja? Ja. Genau. Also, da wird die Umweltverschmutzung mindestens mal im günstigsten Fall um 50% zunehmen, ja. Aha. Also das heißt, bis 2050, ja, werden uns hier die Brocken um die Ohren fliegen. 5 Grad heißt heftige Stürme, ja, 9 Grad heißt, es ist zu spät. Dann kann man nichts mehr machen, ja. Und das müssen wir einfach so sehen, wie es ist, ja. Wir sind total in Lebensgefahr und das muss den Menschen auch klar gemacht werden. Das ist den Menschen offensichtlich überhaupt nicht klar, dass sie sich gerade auf dem Weg in die Auslöschung befinden, ja. Die hüpfen hier noch rum und freuen sich und sind ganz lustig. Ja, es besteht überhaupt kein Grund, lustig zu sein. Ja, und genau da setzt nämlich dann auch das Stammhirn aus. Das Stammhirn lässt die Führung fallen, dann, wenn wir in großer Gefahr sind und es keine Lösung mehr gibt in den Annalen des Stammhirns. Ja, das ist nämlich auch recht klein, ja, und minimale Funktionen beschränkt, ja. Dann kommt der Neokortex zum Zug
darauf warte ich, bis der Leidensdruck groß genug ist, ja, dass wir endlich diesen blöden Kapitalismus so umbauen, dass er funktioniert. Und das können wir halt nur mechanisch, so wie ich das da beschreibe. Und auf meiner Webseite ist es auch noch mal ein bisschen besser erklärt, ja, und vielfältiger. Bitte sich diese Webseite mal anzuschauen. Ja. Ich habe fertig. Ja, und jetzt mache ich für Öff den Ton wieder ein bisschen leiser, ja? Öff, sag mal was. Ja, da bin ich. Ja, so müsste es ganz okay sein. Ja, du kannst loslegen. Ja, ich greife das mal auf gleich als Ansatzpunkt, was auch hier zuvor gesagt wurde. Wir können es uns nicht leisten, aus der Not nur zu lernen. Wir müssen aus vorausschauender Einsichtsfähigkeit das Steuerruder auf Verantwortung lenken können. Wir können nicht warten, bis die Katastrophen so groß sind, dass unser Stammhirn freigibt für den Neokortex, also für unser bewusstes Verantwortungsdenken. Sondern wir müssen die innere Umstellung irgendwie schaffen, dass diese Fähigkeit des Menschen zum Denken, seine Vernunftseele, zur aufs Ganze schauenden Verantwortlichkeit sofort und umfassend die Steuerung bekommt. Und ich rede ja jetzt schon ansatzweise davon, wie kann das aussehen, wie kann das gelingen. Ich sage gleich dazu, ich sehe mich als persönliches Versuchskaninchen. Also bei dem, was ich sage, das ist nicht nur einfach eine Theorie, die ich jetzt vertrete, sondern ich erhebe den Anspruch an mich, dass man kommen kann, kann schauen, ob die Dinge, die ich theoretisch aussage, praktisch lebbar sind. Und es wurde viel gesagt, ja, wir hängen so in diesen Zwängen, also nicht nur, dass das Stammhirn uns erstmal nicht loslässt, wir sind auch alle Gefangene dieser staatlichen Mächte und der Geldzwänge, der Konzerne und was weiß ich. Ich sage nein. Wir können anders und ich mache es anders. Also ich bin sowas wie, wenn man hier die Welt als großes Imperium betrachtet, früher war es das Römische, heute das Kapitalistische, dann bin ich sowas wie ein Gallier aus dem kleinen Gallierdorf, der sagt, nicht mit mir, nicht mit uns. Ich bin aus dem Staat ausgetreten, ich lebe völlig ohne Geld. Aus meiner Sicht ist es eine vernünftige Einsicht, dass der Mensch frei ist und selbst bestimmen kann, dass gemeinsame Entscheidungen nur da sind, wo er dem frei zustimmt, in Verantwortung fürs Ganze. Und ich sehe jeden Menschen als Bruder und Schwester, mit dem ich gemeinsam geschwisterlich planen und geschwisterlich teilen will oder liebevoll schenken. Und ich mache nur noch das. Also mein Leben funktioniert nicht mehr nach anderen Spielregeln wie gewaltsame Durchsetzung, Herrschaftsausübung, egoistische Ausbeutung und Abrechnerei, Vergeltung und so. Alles nicht mehr Wirklichkeit in meinem Leben und ich suche halt andere Menschen, die auch sagen, wir schütteln das alles ab, diese Zwänge, die uns festhalten in dieser gemeinsamen großen Zerstörungsmaschine, die das Leben der Menschheit, der kommenden Generationen verheizt. Wir treten dadurch bewusste Entscheidung raus und machen nur noch das, was so vernünftig und aufs Ganze gesehen verantwortlich ist. Und da gehört natürlich zu, dass das fragmentierte Denken aufhören muss, da hat Paula völlig recht. Das ist aber auch möglich, also wir haben Konzepte, auch Konzepte eben unserer eigenen menschlichen Reife, also sind nicht nur Öff-Öff-Ideen jetzt, sondern auch die Entwicklungspsychologie sagt uns, dass es eigentlich ganz einfache Dinge sind, die halt nur tabuisiert sind in der Gesellschaft und auf die wir Alternativen auch oft noch tabuisieren und die wir wirklich zulassen müssten, dass wir da uns mit beschäftigen. Das alles dann in der nächsten Runde, gell? Ja, genau. Ja, und jetzt bitte ich mal aufzurufen von mir, ich mache jetzt mal einen Sprung, das Schaubild Milliardärskönig irgendwo bei meinen Schaubildern, ja. Ich will jetzt mal ganz bewusst mit dem Milliardärskönig gerade sprechen, ja. Ich will sagen, was passiert, lieber Milliardärskönig? Sie müssen ja mitziehen. Wir wissen ja, dass leider die Reichen der Welt leider einen ungeheuren Einfluss auf unsere Gesellschaft haben. Über ihre Milliarden erreichen sie die Politik, die Werbung, die Medien. Alles tanzt sozusagen mehr oder weniger deutlich nach ihrer Pfeife. Und wes Brot ich esse, das Lied ich sing und so weiter. Und die Menschen dienen, und deswegen spreche ich ganz bewusst von Milliardärskönigen, weil die Menschen dienen immer noch auch den Reichen, so wie sie früher den Königen gedient haben. Ja? Und da ist jetzt der Punkt folgender. Dass wir sagen würden, lieber Milliardärskönig, wissen Sie, was passiert durch die Wohlfühlstimme? Als erstes wird der Hausarzt, weil das ist ja kombiniert mit der Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege, und das bedeutet dann, dass der Hausarzt hingehen kann
und seine Praxis völlig umbaut. Nur noch die Hälfte der Zeit benutzt er für Patientengespräche. Den Rest der Zeit macht er eine Gesundheitskommune, einen Gesundheitsclub, einen Healthy Lifestyle Club, wie es manche genannt haben. Und dazu lädt er sie dann alle ein. Das heißt, dort lernt man gesund einkaufen, gesund Nahrung zubereiten, gesund Sport zu machen. Die Sportvereine gehen in die Hausarztkommunen Sportvereine über, sozusagen. Und überall, dann werden Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten stattfinden. Die Menschen werden wieder Sozialleben zusammenfinden, aus diesen Kommunen herausziehen, die ersten Leute miteinander vielleicht wieder in Wohngemeinschaften und Lebensgemeinschaften zusammen, in Mehrgenerationen wohnen zusammen. Und so breitet sich dann sozusagen eine ganz neue Welt aus, nur durch eine kleine Wohlfühlstimme. Aber meine Zeit ist um. Paula, du bist dran. Ja, da muss man aufpassen, dass man nicht gleich zum Diktator wird. Ja, jeder Mensch hat eine andere Vorstellung vom Leben, weil du sagst, es ist kein Alkohol und kein Rauchen. Ich bin starke Raucherin und gerne Raucherin und ich denke, ich werde über 100 Jahre alt. Freiheit über alles natürlich. Ja, tut mir leid. Also da muss man ganz toll auf seine eigenen, weißt du, viele wollen jetzt auch hier eine Veränderung reinbringen, die dann wieder diktatorisch zur Diktatur neigt, sagen wir mal so. Weil wir das nur gelernt haben. Also ich gehe jetzt mal hier auf meinen ersten Redner ein. Ich habe auch Thomas, ne? Auch ja. Thomas und Tom, ne? Thomas und Öffel. Genau. Also Thomas hat mir in seiner Rede zu viel Angst mit reingebracht. Ich habe die nicht. Sollte auch nicht sein, denn unter Angst kann man Menschen wunderbar kontrollieren und das Warten. Da bin ich bei ÖFF. Also wir haben hier keine Zeit zum Warten, bis wir endlich diese Selbstverantwortung und vor allem gibt es ein Wort, was ich gerne mit einbringen würde, nämlich die Verbindlichkeit. Ja, wir haben eine Verbindung miteinander, mit der Welt und deswegen sollten wir mehr auf das Wort Verbindlichkeit auch eingehen. Man macht diese Gesetze und die Regeln alle, damit man eine gewisse Kontrolle über die Bevölkerung hat. Das ist mir schon klar. Aber wenn der Mensch von Anfang an also ganzheitlich erzogen wird und erkennt, dass er also eigentlich sondern der Mensch hat die Kraft durch die Liebe zum Leben, ja, das hält uns am Leben, alles zu jedem Zeitpunkt so zu verändern, wie es für die Natur richtig ist. Und die Natur selber, wenn die immer wieder, und das habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, immer wieder als Gefahr angesehen wird. Natürlich ist ein Leben gefährlich. Ich habe neulich 10 Samen versucht in die Erde zu tun und zu gucken, ja, 10 gleiche Samen von einer Pflanze. Und von 10 Samen sind 3 erst gar nicht hochgekommen. 2 sind verreckt auf der Hälfte, das andere ist schon 20 Zentimeter groß. Da sieht man, wie unterschiedlich auch wir sind, jeder einzelne Mensch. Und was mir hier nicht gefällt, ist einfach dieses Drüberschwappen wollen. Das haben wir halt so gelernt, weil wir einen Erzieher haben, der vorne redet und wir sollen alle gehorchen. Man kann sich den Lehrer auch noch nicht mal aussuchen. Natürlich wäre, dass ein Kind sich die Lehrer selbst aussucht in der Gemeinschaft. Dass er sagt, Mensch, guck mal, dem Opa höre ich gerne zu, der kann mir was Handwerkliches zeigen, die Frau kann mir was vielleicht im Haushalt mehr zeigen. Und das ist es, wohin wir wieder müssen. Diese Selbstverantwortung und Verbindlichkeit. Alles, was man tut, jede Aktion gibt eine Reaktion. Und da muss man sich bewusst werden. Und im Moment sind wir alle gedämpft. Ja. Ja, werde ich gleich wieder drauf eingehen. Tom, du bist dran, gell? So laut wie möglich. Ich stell dich schon mal lauter. Ja, Moment. Ich bin schon wieder im Freimodus. Also ich möchte mal auf FF und Paula eingehen, ja. Die sind ja alle offensichtlich schon etwas weiter. Ja, sehen aber auch, glaube ich, nicht, dass es Leute gibt, die ziemlich weit hinten her hängen, ja. Und diese Entwicklung, diese Selbstentwicklung, gar erst erlernen müssten. Ja, die müssten erst mal auf ein ganz anderes Niveau kommen. Die müssten erst mal aufhören, ständig Zucker zu fressen,
und was weiß ich was alles, ja, der Werbung zu widerstehen und, um überhaupt auf so ein Niveau, wie es der FF beschreibt, von sich, ja, zu kommen, ja. Aber was ich da immer gehört habe, ist keine Zeit, ja. Keine Zeit für neue Gesetze, oder wie war das, ja. Also meine Methode erscheint mir die schnellste zu sein. Wir machen Gesetze, ja. Und dann habe ich noch den lieber Milliardärskönig aufgeschrieben, das halte ich natürlich, die Bullfish-Stimme halte ich für gut, ja, durchaus zusätzlich als Maßnahme ist das okay, ja, nur lieber Milliardärskönig wird nicht funktionieren, der Milliardärskönig, der muss Angst bekommen, und da bin ich bei der Angst, ja, nur die Angst belebt die ganze Geschichte, ja, nur aus Angst ist der Mensch zu großen Taten fähig, ja, zu den größten Taten. Siehe Corona-Angst. Er wächst praktisch über sich hinaus, ja, im Ideenreichtum, wie man was machen könnte, durch Angst. Ja, Angst ist eine der stärksten Triebfedern nach der Gier, ja. Und erst wenn die Angst größer ist als die Gier, dann wird der Milliardärskönig zu mir kommen und wird sagen, Tom, du hattest doch eine gute Idee, sag mir doch mal, wie das funktioniert. Und dann sind wir bei der Lösung, dann machen wir die Gesetze andersrum, ja. Wir bevorteilen nicht mehr den Stärksten und geben dem alles Geld, damit der dann super reich ist und macht, was er will, sondern wir begrenzen den Reichtum auf einem bestimmten Niveau, wo er teilhaben kann, aber nicht mehr die Macht übernimmt. Und dann haben wir es, ja? Okay. Aha. Jetzt ist doch noch mal ein bisschen deutlicher geworden, so dein Standpunkt, ja? Ja, öff, du bist dran. Ja, danke schön. Ja, das passt gut, was meine Vorredner auch gesagt haben. Denn ich glaube, auch die Frage schon, wofür brauchen wir Gesetze, damit wir das tun aus Notwendigkeit, Verantwortungsnotwendigkeit, was wir eigentlich nicht wollen. Also wenn man das so auf die Menschen anlegt, diesen Maßstab, dann kann es nicht demokratisch sein. Weil dann sind die Gesetze Spielregeln für eine Hammelherde, die ganz woanders hinrennen will und jemand von oben lenkt sie in die richtige oder verantwortliche Richtung. Es stellt sich immer noch die Frage, auch wie sieht das denn mit denen oben aus und inwiefern sind die anders? Also dass bei denen die Gesetze sie nicht zwingen müssten zur Verantwortlichkeit, sondern dass die freiwillig diesen weiten Verantwortungshorizont hätten. Die müssen ja irgendwie anders sein. Ne? Wenn alle so sind, dann dressieren auch die oben nicht zur Verantwortung für die Welt, sondern für ihre eigenen Gier- und Angstmotive. Und damit komme ich zur Frage, was wäre ein denkbarer Lösungsansatz, auch ein sehr direkter, auch ausreichend schneller Lösungsansatz, der uns dazu bringt, dass die Spielregeln nur Ausdruck unseres Wollens sind, statt Zügel gegen unser eigentliches Wollen. Und das setzt eben voraus, dass wir in uns die Seelenvernunftreife erlangen, dass das, was aufs Ganze gesehen richtig ist, auch das ist, was wir wollen. Das ist, wo wir am meisten uns dran freuen und die höchste Lust empfinden. Ich nenne das eben gern auch Seelenorgasmus dabei erleben. Will ich ein bisschen veranschaulichen? Also erstmal noch ganz direkt gesagt, weder Gier noch Angst dürfen unsere Leitmotive sein, sondern Liebe, Identifikation und Einsicht. Dass das ungeheure Energien sind, die darin liegen, da braucht man nur an Mutterliebe und was weiß ich zu denken. Also die Verbundenheit auch der Verliebtheit und der Zugehörigkeit des familiären Teilens und so weiter. Aus meiner Sicht müssten wir diese Art von Verbundenheit, die Verantwortung erzeugt, die müssten wir einfach aufs Ganze ausdehnen können, so wie eine Menschheitsfamilie. Und ich mache es ganz drastisch noch, was ich meine. Wir müssten dann die Kinder der Zukunft mit berücksichtigen, also nicht auf deren Kosten leben. Und wie ist das möglich, da im letzten Gespräch am Samstag hieß es dann, ja, wir können doch nur höchstens unsere eigene Familie, die blutsverwandtschaftliche Familie leben oder vielleicht noch ein paar Menschen mehr, aber wir können nicht die Menschheit lieben. Wie das möglich ist und wie das innerlich am meisten Flecht und Lust bereitet, das erkläre ich dann noch genau im nächsten Mal. Ja, super, danke. Ja, ich habe wieder das Bild aufgerufen, dem Milliardärskönig, weil ich noch nicht fertig bin, mit dem zu reden, denn ich muss ja noch über die Tom, vom Tom genannte Umweltverschmutzung Thomas nennen. Also bei der Wohlfühlstimme ist es quasi so, dass das Statistische Wahlamt und Bundesamt Wiesbaden und dem Bundeswahlleiter vertrauen wir ja auch unsere Wahlstimmen an und hoffen, dass es kein Betrug ist, sozusagen. Ja, wenn das also insofern sozusagen der Bundeswahlleiter würde dann quasi berechnen,
um eine Fabrik zum Beispiel herum, ja, werden Kreise gezogen und die Wohlfühlstimmen der nahe lebenden Leute werden, die zum Beispiel durch die Abgase der Fabrik vergiftet werden oder beeinträchtigt werden. Diese werden sozusagen gemessen und natürlich zählen die engeren Kreise, die Leute, die Bürger, die im engeren Kreis wohnen, werden natürlich höher gewichtet, die als die Leute, die am Rande des Landes, also im größten Kreis sozusagen, ziehen. Und dadurch kriegen wir ganz genau hin, welche Wirkung, lieber Milliardärskönig, auch die anderen Milliardärskönige auf ihr Leben und ihre Luft und ihre Atemluft und die Atemluft ihrer Kinder und Enkelkinder haben und so weiter. Das heißt, lieber Milliardärskönig, das führt dazu, dass wir alle uns gegenseitig nicht mehr schädigen. Also auch nicht der eine Milliardärskönig den anderen Milliardärskönig mit seinen Giftemissionen schädigt und mit seiner krankmachenden Nahrung schädigt. Ja, warum, liebe Milliardärskönige, warum werdet ihr nicht die von den Altersforschern beschriebenen 127 Jahre alt? Ja, warum werdet ihr so alt nicht? Ja, weil eben sozusagen, weil ihr auch vergiftet werdet. Und das bringt euch die Wohlfühlstimme. Meine Zeit ist um. Ja, jetzt. Ich wollte auf den Tom eingehen. Er hat absolut recht, wenn er sagt, braucht Zwischenschritte. Und ich kann das verstehen, weil anscheinend liegen Öff und ich relativ nahe. Ich bin ein sehr freier Mensch, weil ich von Anfang an Künstlerin bin. Seit meinem 5. Lebensjahr wollte ich das sein. Das bin ich geworden und bin meine eigenen Wege gegangen, bin mit 16 abgehauen. Ich bin aber in Rumänien geboren bin mit 3,5 nach Deutschland gekommen. Durch die Wiesen durfte ich das Land dann verlassen. Meine Eltern waren schon in der BRD, also in Westdeutschland. Und wir Kinder wurden mit deutschen Devisen, mit der deutschen D-Mark rausgeholt, sozusagen, weil wir ja das Eigentum des Staates waren. Nun, was soll ich zu dir sagen? Also die Natur, weil du geredet hast von diesem Milliardärsgedanken. Was mir da so unterschwellig nicht gefällt, ist dieses Anbiedern. Bitte, bitte, lieber Milliardär, achte doch auf die Welt. So. Das gefällt mir gar nicht. Das ist eine unterwürfige Haltung und jeder Mensch hat eine Würde. Das steht ja auch im Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Problem ist, dass die Menschen ihre eigene Würde überhaupt nicht kennen und nichts damit anfangen. Ich sag euch nur, kurz bevor der Ceausescu wurde 89 umgebracht, mit seiner Frau gegen die Mauer gestellt und erschossen. Die CIA hat geholfen. Bis zu diesem Zeitpunkt war Rumänien komplett natürlich. Das heißt, es gab keine Glyphosate, es gab keine Dreck, es gab nur natürliches Gemüse, natürliche Pflanzen und natürliche Haltung von Tieren. Was dann passiert ist, ist, dass sie dann in den 90er Jahren allmählich in die EU gekommen sind. Und die EU war ein, wenn man sich erinnert am Anfang, und es ist immer noch so, eine Wirtschaftsunion. Ja, es hat angefangen mit der Atom- und Kohleunion. Ja, nicht vergessen, wo wir hier leben. Niemals vergessen, wo wir hier leben. Und diese Wirtschaft, diese natürliche Wirtschaft, die jeder betrieben hat, vor allem auf dem Land hatte jeder seine 2 Schweine, 15 Hühner, 400 Quadratmeter oder mehr Garten. Damit konnte eine 3-Generationen-Familie wunderbar leben. Es sind diese Gesetze, es sind diese undemokratisch gewählten Institutionen, die hier das implementieren in unsere Gesetze, dass wir Massentierhaltung erst erhalten haben, dass wir Glyphosate erst eingesetzt haben. Also wir müssen keine 2 Generationen zurückgehen und es war hauptsächlich natürlich. Also es ist nicht so schwer, es ist eigentlich leichter, als wir alle glauben wollen. Aha. Ja, darauf werde ich dann nachher gleich eingehen. Tom, du bist dran, gell? Ja, nicht demokratisch, hatte ich eben gehört. Ist schon richtig, ja. Das, was ich da vorschlage, ist auch keine freie Marktwirtschaft mehr. Das ist ganz klar, ja. Warum? Wir haben keine Zeit. Ja, wir müssen das Problem dann recht schnell angehen, ja. Wir müssen Sonnenkraftwerke bauen, wir müssen Entsalzungsanlagen bauen, denn wir brauchen das Wasser im Land, ja.
Wir müssen, ja, und Israel macht das ja schon, deswegen, ich stehe im engen Kontakt mit Israel, ich war ja schon dort, ich war eingeladen, wohnte dort im besten Hotel in Herzliya, ja, also, ich stehe auch mit der Air Pollution Defense Group von Israel in engem Kontakt und auch mit anderen Wissenschaftlern, ja. Deswegen habe ich auch diese ganzen Daten, ja. Also ich habe ja diesen riesen Computer und der ist voller Daten und Statistiken, ja. Und ich kann nur sagen, wir müssen Angst haben, ja. Die Situation ist wirklich prekär, ja. Und es geht wirklich um unser Leben diesmal. Und nicht nur um eine Umweltverschmutzung, um Waldsterben oder irgendwas, ja. Es geht wirklich um unsere Existenz jetzt, ja. Und, jein, nicht demokratisch, eigentlich schon, ja, in Deutschland schon, Paragraph 1, Absatz 2, der Mensch hat absoluten Anspruch auf seine volle Gesundheit, ja, und nach diesem Gesetz, Paragraph 1, Absatz 2, können wir eigentlich diese Entscheidung treffen, ja, es ist also, naja, auch im Prinzip demokratisch, aber wir haben gar keine Demokratie. Wir haben eine Finanzdiktatur, ja. Die selbst diejenigen diktiert, die das Geld haben. Ja, wir leben in einer selbst auferlegten Finanzdiktatur. Gut. Ja, danke. Und übrigens, ich wühle hier ja an der Technik. Du brauchst demnächst nicht mehr zu schreien, Tom, denn ich habe dich jetzt am Telefon lauter gestellt, in der Telefonmechanik, so dass du ganz normal reden kannst. Ja, öff, du bist dran. Ja, gerne. Also, wir sind uns völlig einig, dass wir keine wirkliche Demokratie haben, sondern hier bestimmen die Lobbys, wie Seehofer sagte, die das Sagen haben, sitzen nicht im Parlament, die im Parlament sitzen, haben nicht das Sagen. Genau. Und ich habe ja schon gesagt, außerdem ist es so, dass Staatsrechtler wie Martin Kriele sagen, wir haben auch deshalb eher eine feudalistische Form von sogenannter Demokratie, weil über den Entscheidungsrahmen die Leute nicht abgestimmt haben. Sie werden alle 4 Jahre ihre Stimmen abgeben, aber über den Rahmen haben sie nicht abgestimmt. Also Spruch von mir dazu, wer nicht hinter den letzten Vorhang im Marionettentheater schaut, weiß nicht, ob er vorne falsch zappelt. Oder der freie Mensch bestimmt nicht auf einem Schiff nur, ob er nach vorne oder hinten geht. Er will bestimmen, wohin das Schiff fährt und ob er überhaupt drauf sein will. Deshalb bin ich ja ausgetreten aus dem Staat auch und aus dem Wirtschaftssystem, weil das sind alles Vereinnahmungen, unzulässige, undemokratische, unemanzipierte Vereinnahmungen. Muss man rausgehen, wenn man sagt, man will seine Freiheit, sein Steuerruder selbst in die Hand nehmen. Aber trotzdem, eine Ökodiktatur, die irgendwelche Verantwortungsregeln auferlegt, die Leute eigentlich nicht wollen, ist eben auch nicht demokratisch. Demokratisch wäre es, wir kriegen in die Leute rein, dass sie diese Steuerung, die aufs Ganze verantwortlich ist, auch selber wollen. Dass sie so für sich ihre Wahlentscheidungen treffen und auch wem sie sich anvertrauen. Also bei Arbeitsteilung oder repräsentativer Struktur in Entscheidungsprozessen. Und da ist mein Punkt wieder, ich wollte ein Beispiel mal nennen. Was wir, wenn es nicht für alle reicht, brauchen wir es aber doch für möglichst viele, wenn wir wollen, dass demokratisch getragen wird. Und vor allem brauchen wir es als Bewusstsein überhaupt erstmal bei denen, die am Steuerruder sitzen oder die Spielregeln machen wollen. Denn wir können uns ja vorstellen, 1984, also so eine Big Brother Zukunftsdiktatur, die wäre aus meiner Sicht ökologisch, weil sie will dann die Lebensgrundlagen nicht kaputt machen. Die wäre auch sozial, weil sie will nicht ein aufwendiges Sozialsystem machen, sondern ist doch besser, wenn die Leute da in Nachbarschaftshilfe sich gegenseitig über die Runden bringen, dass man da keinen Aufwand mit hat. Aber was ist das, was trotzdem dann der Pferdefuß ist an dieser Big Brother-Diktatur der Zukunft? Dass es eine Willkür-Diktatur-Elite ist, die bestimmt. Und da müssen wir schauen, wie kann das gesichert werden, dass es das nicht ist, sondern eine freie, vernünftige, möglichst von den vielen auch getragene Verantwortungssteuerung für alle. Ja. Ja, jetzt glaube ich, bin ich wieder dran in der Reihenfolge, gell? Und ich rufe mal das Bild wieder auf. Oder ich brauche jetzt eigentlich kein Bild von mir jetzt extra. Liebe Paula, du hast richtig gesagt,
Das Anbiedern widerstrebt dir so ein bisschen gegenüber den Milliardärskönigen. Dabei muss ich dem Professor Hans-Werner Sinn, das ist so der berühmteste Volkswirt so in Deutschland sozusagen, zitieren, der in einer Talkshow im Internet so schön gesagt hat, wir müssen mit den Reichen reden, denn leider, also ohne sie und gegen sie kriegen wir heute die Dinge nicht mehr durch, ja. Das ist so der Gedanke. Aber Paula, du hast auch gesagt, es darf auf keinen Fall diktatorisch sein. Also für mich fasziniert ja das Konzept der Professoren vom Weltrat deswegen so sehr, weil es so absolut antidiktatorisch ist und jede Form von Diktatur, jede Freiheitseinschränkung ablehnt und absolut demokratisch ist. Und die Demokratie, die Wohlfühlstimme ist sozusagen die Maximierung von Demokratie, ja? Weil nämlich der Arzt, der würde keinen Cent mehr verdienen, wenn er jetzt hingehen würde und den Leuten das Rauchen verbieten wollte. Das wäre völliger Quatsch. Er weiß doch ganz genau, wenn er den Leuten predigt, dann gehen die Kunden zu einem anderen Hausarztteam und dann macht er Verluste sozusagen, ja? Sondern das Entscheidende ist, dass er sagt, was können wir tun, dass das Leben so viel glücklicher wird, dass die Leute vielleicht irgendwann sogar, weil es so viel Spaß macht, in den Gesundheitssportclub, in der Gesundheitskommune, in den Tanzveranstaltungen, so viel Spaß macht, dass sie vielleicht manchmal dann die Zigarette ab und zu vergessen. Also der Weg muss immer sein, der Weg des Weltrates bedeutet immer, schenke den Menschen etwas, gebe den Menschen etwas Gutes. Und wenn sie dann die Süßigkeiten vergessen, dann hast du dein Ziel erreicht. Aber predige nicht gegen die Süßigkeiten. Ja, man kann aufklären, aber nicht verbieten und nicht unterdrücken. Aber meine Zeit ist um. Ja, ja, liebe Paula, du bist dran. Ja, jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, weil jetzt wird die Diskussion erst richtig interessant. Also du hast absolut recht, reden mit den Milliardären ist absolut angesagt. Also ich liebe alle in dieser Menschheitsfamilie, ich schließe die überhaupt nicht aus, aber ich biete mich auch nicht an. Also ich bin keiner, der devot ist, sondern ich höre auf Augenhöhe. Das gefällt mir in jeglicher Hinsicht, auch mit Kindern. Und ich habe auch eine kleine Gruppe zusammengestellt vor 2 Jahren, die nennt sich, die arbeiten im Grunde, naja, also nicht öffentlich, aber wir arbeiten im Hintergrund an Billionaires for Change. Also ich gebe dir da recht. Man muss mit denen in Kontakt treten. Tolles Stichwort, Billionaires for Change, muss ich mir merken. Ja, das findest du nirgendwo. Das ist wirklich eine Gruppe, auch verschiedene, manche gehen rein, manche gehen raus, weil sie haben die Idee verstanden. Und versuchen halt im Hintergrund daran zu arbeiten, mit diesen Menschen in Kontakt zu treten. Wir leben ja, eins muss man nochmal sagen, wir leben in einer Gelddiktatur. Das muss erstmal ins Bewusstsein. Weil die Menschen benutzen Geld, wissen auch nicht, wie das Geldsystem zustande gekommen ist, wissen auch weder, wie das Schulsystem zustande gekommen ist, wissen so viele Dinge nicht, wenn sie aus der, egal welcher Schule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, völlig egal. Wir müssen erstmal ins Bewusstsein kriegen, dass wir in einer Gelddiktatur leben. Das heißt, wenn du hier kein Geld hast, kannst du dir nicht einfach was pflücken. Da klar, du kannst in den Wald gehen als freier Mensch und da sind auch schon Leute wieder vertrieben worden, wenn sie sich so ein kleines Holzhäuschen gebaut haben oder ein Zelt und dann hat das jemand mitgekriegt, denunziert und dann mussten die da aus dem Wald auch wieder raus. Aber das ist natürlich sehr schwierig in einer Welt, in der also die Werte, und darüber haben wir noch gar nicht geredet, denn was ist denn der Wert unter der Gelddiktatur? Und da muss man einfach mal ein bisschen tiefer graben. Und die Programmierung, die wir bekommen, zum Beispiel mit der Gleichschaltung der Schule und der Universitäten, in die sich jetzt gerade in den Universitäten immer mehr Firmen mit reingehen und auch schon die Geldeliten und die Banken voll dabei sind bei den Universitäten. Man denke nur an Amerika, wie viel Schulden ein ausstudierter Mediziner hat, nachdem er aufhört zu studieren. Das ist ja schon ein Verbrechen an der Menschlichkeit. Ja. Ja. Könnte ich eventuell mal von meiner Webseite die Seite Psychologie? Sekunde, ich rufe es gerade auf. Webseite, ja, ich bin auf der Webseite. Jetzt haben die anderen natürlich die nicht, aber die Seite Psychologie, okay. Rufe ich mal kurz auf.
und erzähl den anderen, was da so zu sehen ist. Später ansehen. Psychologie, also, ja. Ich habe Psychologie des Unsinns, habe ich da zu sehen? Psychologie des Unsinns? Ja, ja, ich will nur auf die Bilder eingehen, ja. Ah, die Bilder, ja. Dieses angestrengt blinkende Hirn, ja. Ja. Ja, da, das ist das, was durch das Geld und durch die Nöte, die dadurch entstehen, ja, durch dieses ständig, ich muss Geld besorgen, ich muss meine Miete bezahlen, ich muss mein Auto, was weiß ich was, tralala, kurz Feuerstein, sind wir in totaler Aufregung, ja. Daneben ist auch das Bild, dass man mal die Stammhirnteile da sieht, ja, den Hippocampus, die Amygdala, den Thalamus, ja, den Mandelkern. Ja, und wenn man weiter untergeht, sieht man auch die Psychologie der Höchstleistung. Da ist auch nochmal so ein Bildchen, ja. Ja. Ich zeige die Bilder, also ich hoffe, also das sind die Gehirnbilder, wie ich sie auch aus der Wissenschaft kenne, ja. Die verschiedenen, ja, Gehirnteile. Genau. Und Psychologie der Höchstleistung, also, ja. Ein Bild mit vielen Pfeilen. Ja, ja. Das passiert also, wenn wir das so auflösen, ja. Wenn wir uns eben nicht mehr, ja, so um diesen ganzen Finanzwahn kümmern müssen, ja, wenn wir das endlich mal überwinden könnten, ja, dann würde unser Hirn, da würde Hirnkapazität frei werden, das würde sich auch gut anfühlen für uns, ja, das tut uns nämlich alles weh, das erzeugt Schmerzen, ja, im Körper sogar, ja, weil nämlich das Gehirn auch Entzündungen auslösen kann im Körper, ja. Weiß man heute auch, ja. Leute werden krank durch dieses Ganze um sie rum, ja. Durch den Lärm, durch die Abgase, durch die Gifte der Felder, ja. Das wissen wir ja alles, ja. Wir werden richtig krank, ja. Das Gehirn verkümmert regelrecht, ja. Wir werden vollgepumpt mit Werbung, ja. Und es geht uns wirklich, wirklich schlecht, ja. Darauf wollte ich nochmal kurz hinweisen, ja. Dass wir ein wirklich wunderbares Leben führen könnten, ja, in der wir Dinge schaffen, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können, ja. Also und meine Sache ist wirklich ein Gesamtkonzept, ja, ja. Wir uns da aus der Scheiße schaffen, ja. Ja. Um das mal ganz deutlich zu sagen, ja, wir sitzen wirklich in einem großen Haufen und wir müssen da raus jetzt. Ja, ja. Da sind wir uns ja einig. Es geht jetzt ja nur um den Weg, wie kommen wir da am schnellsten raus, ja? Jetzt habe ich die Zeit nicht gestoppt, aber ich glaube, die 2 Minuten müssten rum sein. Ich habe noch kein Signal gehört. Die Uhr habe ich vergessen. Ja, die Uhr vergessen. Ja gut, ich sage nochmal einen letzten Satz, ja. Ich möchte es halt mechanisch machen. Ja. Ja. Denn es gibt nämlich noch einen Aspekt, ja. Wenn das Stammhirn feststellt, dass etwas gut ist, dann wird es das sofort übernehmen, ja. Und wenn wir jetzt etwas machen, was gut ist, dann übernehmen unsere Kinder das sofort in ihre Stammhirnanlagen, ja. Und wir sind die Sache los. Ja. Tatsächlich so ist es. Genau. Dann gebe ich jetzt weiter. Ja, öff, jetzt drücke ich wieder die Uhr, du bist dran, gell? Ja, schön. Ich greife das jetzt auf, also mit dieser Frage, wie kann man die Menschen motivieren? Also ich sehe ja schon, dass wir verschiedene Ansätze haben, aus verschiedenen Richtungen kommen. Die Vorstellung, dass man den Menschen für die Droge jetzt Süßigkeiten, was anderes unmittelbar genauso leistungsfähiges als Droge geben müsste, wir kriegen halt die verantwortlichen gesunden Süßigkeiten. Oder dass wir so positive Erfahrungen haben müssen, wie Tom das meinte. Liebeserfahrungen. Damit das ins Stammhirn übernommen werden kann. Also ich glaube, das kann auch schon Hilfestellung sein. Aber machen wir uns doch klar, keiner von uns wird wirklich Vertrauen haben zum Drogensüchtigen. Also nach dem Motto, er weiß jetzt, dass das, was er tut, falsch ist. Er braucht sein Zeug aber. Wenn ich ihm nicht dies oder eine Ersatzdroge geben kann, dann wird er Schaden anrichten. Dann wird er mir Übles tun oder derartiges. Also keiner von uns wird sagen, solche Drogensucht ist eine wirkliche Basis, da vertrauen zu können. Sondern wir würden sagen, ein Mensch ist vertrauenswürdig, dass auch wenn ihm die Droge nicht zur Verfügung steht oder wenn das, was er haben will, für andere schädlich ist, dass er auch Nein zu sagen kann und das auch durchhält, ohne dass er gleich mit was anderem Ersatzsüßen zugestopft werden muss. Und ich
glaube, dass das auch gehen kann, wenn wir uns deutlich machen, es geht um eine Metaebene der Lust oder der Befriedigung. Nicht ein Bonbon wird durchs andere ersetzt, sondern die Fähigkeit in uns, das Bewusstsein und das bewussten Maßhalten, sich dosierend Nein sagen können, wegen höherem Sinn und Verantwortlichkeit, wegen höherer Werte. Das ist etwas, was eine eigene Dimension der Lust und der Erfülltheit darstellt. Und ich glaube, nur mit dieser Metaebene oder der Lust auf dieser Metaebene können wir da wirkliche Vertrauensfähigkeit, Vertrauenswürdigkeit, Geborgenheit im Miteinander auch, dass wir nicht ständig fürchten müssen, heute ist die Droge weg, jetzt erschlägt er mich, um Beschaffungskriminalität praktizieren zu können. Also da müssen wir hin. Und ich beschreibe das in einem Bild. Die Kinder der Zukunft, wenn wir vernünftig sehen, die Menschenrechte gelten, dann ist jedes der Kinder der Zukunft gleichwertig zu mir heute oder heute lebenden Menschen. Wie kann ich deren Bedürfnisse befriedigen? Die geben mir keine Ersatzbonbons. Und es ist nicht so, dass die auch hingehen oder mich bedrohen können oder Spielregeln für mich auferlegen können. Die einzige Möglichkeit, dass ich die als gleichwertig berücksichtige, ist, dass ich sage, die Vernunfterkenntnis, dass sie so sind und dass ich sie so behandeln sollte, ist die höchste Lust überhaupt. Also was ich Seelenorgasmus nannte. Ja, also ich gehe jetzt mal darauf ein, die Konsumsucht, dass die Menschen alle so konsumsüchtig sind, das ist ja das Ergebnis des Weltrates, dass das in der Marktwirtschaft drinsteckt. Die Marktwirtschaft braucht den einsamen, kaufsüchtigen Single. Und die Evolution der unbewussten, gewinnbringenden Irrtümer läuft darauf hinaus, quasi die gesamte Weltbevölkerung in eine konsumsüchtige Masse zu verwandeln, die kein vernünftiges Liebesleben hat, die total vereinsamt ist und die dann kaufsüchtig ist und maximal konsumiert. Und das macht die ganze Erde kaputt und es zerstört alle Lebensqualität. Deswegen so meine Schlüsselfrage an euch. Ich will jetzt mal ganz bewusst euch fragen, damit wir noch konkreter werden. Müssen noch aus meiner Sicht noch viel konkreter werden. Wie macht ihr, wäre jetzt meine Frage an euch in der nächsten Runde, wie macht ihr mit eurem Konzept oder euren Vorstellungen mein Leben glücklicher? Ja, ich rede ja ganz bewusst, dass ich dem Milliardärskönig anbiete. Ich will, dass sie durch unsere Konzeption, durch die Wohlfühlstimme und die 20 anderen Reformen 127 Jahre alt werden können, nicht älter, weil die Genetik hört bei 127 auf und daran wollen wir auch nicht schrauben, wir wollen nicht in die Evolution eingreifen. Aber kerngesund bis 127 werden und das mit einer 20-fach höheren Lebensqualität. Ich muss dazu sagen, ich bin ja ein ganz trockener, ich habe eben reingerufen, Liebesleben. Ne? Ich bin ja ein Biologe geworden nach der Psychoanalyse und ich sage, ich bin einfach ein Bonobo. Ich bin eine Variante des Bonobos mit einem größeren Gehirn, also zu noch größerem Pazifismus fähig. Und ich bin ein Schenktier, ich bin ein Schenkkommunentier. Ich, ja, jeder andere kann auch sagen, nein, ich möchte lieber in einer religiösen Gemeinschaft leben. Jeder andere kann sagen, ich möchte als Single leben oder als monogame Beziehung. Aber ich möchte gern als Kommunentier mit einer Schenkkommune, in einer Schenkkommune leben. Und jetzt meine Frage an euch für die nächste Runde. Sagt doch einfach mal, wie wollt ihr die anderen in der Runde mit eurem Weltverbesserungskonzept glücklicher machen? Ja, Paula, du bist dran, gell? Oh je, also das ist natürlich eine Sache. Ich glaube, man kann erstens habe ich herausgefunden, weil ich immer sehr viel gegeben habe in meinem Leben und immer da war für andere, weil ich sehr stark bin. Ich habe eine sehr starke Energie, ich habe eine sehr positive Lebensenergie und habe immer versucht, Menschen zu helfen. Und jetzt bin ich knapp 50 und habe erkannt, dass ich gar nicht wirklich helfen kann. Und Menschen können nur aus sich heraus glücklich werden. Was wir tun können, ist selbst glücklich und gesund zu sein. Ja, man muss auch gucken, wie die ganze Welt, auch die Informationen, die wir weiterbekommen haben. Es heißt immer, früher sind die Leute nicht so alt geworden. Tut mir leid, ich habe eine 350 Jahre alte Geschichte. Meine Vorfahren kommen von einer Art Landadel. Also wir haben immer mit der Natur, in der Natur zusammengelebt. Das hat hier einfach gar keinen Platz. Und da muss man halt gucken, das Glücklichsein, das kannst nur du machen.
Und alt sind meine Vorfahren alle geworden. Also 98, 102, 103, deswegen habe ich so locker darüber reden können, dass ich vielleicht auch 100 Jahre alt werde. Genau. Also das heißt noch lange nicht, dass das, was aufgeschrieben, und das ist ja erst 200 Jahre aufgeschrieben, es gibt ein paar, die haben in Dänemark und Schweden gibt es Aufzeichnungen von über 500 Jahren, aber ganz wenige. Und trotzdem sind die Leute alt geworden, ohne dass es Antibiotika gab und so weiter und so fort. Also da würde ich nicht so dran glauben, dass jetzt durch die ganze moderne Lebensweise wir länger leben. Es dürfte eher umgedreht sein. Die neuesten Daten sprechen das, dafür. Das wissen wir gar nicht und Das zählt eigentlich auch gar nicht. Denn was zählt, ist immer das Jetzt. Ja. Und nicht das Warten auf morgen oder was gestern war. Was zählt, ist immer das Jetzt. Und im Jetzt kann ich sagen, ich bin glücklich. Und ich merke halt, wenn ich als Sängerin, ich habe auch schon wirklich sehr große Konzerte gegeben vor 1,5 Millionen Menschen. Ich habe ja die Love Parade-Hymne gesungen. Ich habe in großen Stadien gesungen vor 50.000 Leuten. Und wenn du zeigst, dass du glücklich bist, geht das automatisch. Also du musst gar nichts machen, außer das Leben, wovon du überzeugt bist. So auch in die Öffentlichkeit zu treten. Da gibt es gar nicht viel, was man machen kann, denn es muss in jedem Selbstklick machen. Und dann fangen die Leute an, auf die Suche zu gehen nach ihnen selbst. Aber hier läuft halt sehr viel. Ja, das war's dann erstmal. Ja, danke, danke. Und jetzt ist wieder Tom dran und ich muss lauter stellen hier. Okay. Also, ich habe ja da so ein Sonnenkraftwerkring um die ganze Erde geplant, ja. Ist Teil meines Konzeptes, ja. Damit schaffe ich Arbeitsplätze, ja. Damit schaffe ich... Um aus der fossilen Energie auszusteigen, Sonnenkraftwerke. Kompletter Aufstieg, ja. Dann die Entsalzungsanlagen, um das Meerwasser, das wir zu viel haben, ins Landesinnere, dort, wo wir es brauchen. Die Wolkenbildung, die dadurch entsteht, hilft dann auch die Temperatur wieder zu senken, ja. Wenn diese Sachen stattfinden, ja, werden sich auch die Leute wohler fühlen, ja. Dann geht auch die Angst zurück, ja, dann steigt das Vertrauen, ja. Und dann brauchen die auch nicht mehr so viel Zucker. Den Zucker brauchen wir nämlich für die ganze Aufregung, die in unserem Hirn stattfindet. Ich verweise dann auch mal auf das Bild mit dem blinkenden Hirn, ja, das braucht Zucker, was da so stattfindet, ja. Das ist Hauptnahrungsmittel des Gehirns. Ja, durch das Gesamt... Gut, dass ich noch lebe, ich esse fast gar keinen Zucker. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Denn Zucker, unsere Professorin Döll sagt immer so schön, das ist doch letztendlich in der Menge, in der wir heute Zucker essen, ist es ein Gift, ne? Ja, das ist natürlich ein Gift. Auf jeden Fall in der Menge, in der wir zu uns nehmen. Eine gewisse Menge ist, glaube ich, ganz förderlich, aber die ist so gering, wenn man morgens, glaube ich, seinen Kaffee, 2000 Kaffee mit Zucker trinkt, hat man schon genug Zucker für den ganzen Tag. Ich weiß. Ein Glas Cola ist auch für den ganzen Tag eigentlich genug Zucker. Ja. Aber die Leute wollen ja Zucker verkaufen und deswegen, ja, pumpen sie uns voll mit dem Kram. Ja, weil sie natürlich wissen, es verkauft sich gut. Ja. Gut, das will ich hier alles umlenken, ja. Und dazu halt meine Zinssätze und Renditesätze, ja, wenn ich es nämlich schaffe, die einzuführen, kann ich alles deckeln. Alles deckeln, was ich will. Ich habe das mal auf Plastikfolien als Beispiel bezogen, ja. Also die Folien, die liegen ja überall rum, die verseuchen unsere Umwelt. Und das kann ich jetzt deckeln mit meinem Zinssatz, ja. Der Hersteller verdient da gar nichts mehr dran, ja. Gleichzeitig, den Überhang, den kriegt der Staat, ja. Kann der Staat eine Folie fördern, die kompostierbar ist, ja. Und ich kann den gleichen Hersteller das Geld wieder geben und kann sagen, hier, davon entwickelst du mir diese Folie, ja. Und so funktioniert das dann immer, ja. Ich kann alles abschaffen, was ich will. Ich gebe dem Politiker nun endlich mal ein Werkzeug in die Hand, auch etwas zu machen, was er jetzt gar nicht kann, weil dieser Hersteller der Folie sagt nämlich, ja, wenn du meine Folie verbietest, ja, und dann schmeiße ich so und so viele Leute raus. Ja. Und dann wählen die dich nicht mehr.
Ja, danke. Soweit. Ich hatte dann auch ein Handelswerkzeug. Ja. Ja. Ja, interessante Idee jetzt auch mit den Sonnenkraftwerken, Entsalzungsanlagen und so weiter. Du bist dran. Wie würdest du meinen, mit was würde dein Reformansatz oder Gedankenansatz, wie würde der mein Leben glücklicher machen? Ja, wie schon erklärt, baue ich auf den Menschen als bewusstes, denkendes und entscheidendes Wesen, als Vernunftseele. Dementsprechend ist meine Einladung an alle Menschen, prüft euch doch mal innerlich, stellt euch die Frage, was ist am wichtigsten? Was macht euch glücklich? Was seid ihr? Was ist euer Wesen? Wie könnt ihr euch so spüren in diesem Wesen, also in dieser Vernunftseele? Schaut mal, was das mit euch machen kann. Also diese Fähigkeit, nicht irgendwo hinterher zu rennen, wo ich vielleicht für andere Schaden anrichte, sondern ich habe die Fähigkeit aus Einsicht zu durchschauen, zu sagen, nein, ich mache das, was gut ist für mich und für die anderen. Auch wenn die Suchtverlockungen anders lauten. Überlegt euch, was für eine Qualität im Zusammenleben das erzeugt, wenn ihr mit solchen Menschen zusammen seid, die in erster Linie einfach nach dem gehen, was für alle gut ist, und sich nicht korrumpieren lassen, weder durch Zwänge noch durch Suchtversuchungen. Überlegt euch, was für ein Gefühl es sein kann, wenn diese Weite der Bewusstheit fähig wird zu sowas wie global denken, lokal handeln. Dass man also gar nicht mehr auch für irgendwelche Tellerrandinteressen, durch solche bindenden Tellerrandinteressen eingeschränkt ist in seinen Visionen, seinen Verantwortungsvisionen, sondern wirklich eben sagen kann, ich lebe so, dass es die Menschenrechte voll respektiert, auch für alle Kinder der Zukunft. Viele Leute, die nur an ihr schnelles neues Auto denken oder was weiß ich, irgendwelche Suchtbefriedigung, die werden natürlich erstmal sagen, das ist nichts für mich, ne, das gibt mir nichts. Aber ich glaube, es ist eine ganz wesentliche Einladung, die Menschen da so hinzuführen, dass sie sich überhaupt mal auf diese Erlebnisse in sich einlassen, weil ich glaube, dass dann diese entscheidende Metaebene der Verantwortungslust wach werden kann, der Sinn und Verantwortungslust. Und ich glaube, dass es eben ansonsten nicht reichen wird. Also ich habe schon gesagt, Big Brother der Zukunft wird vielleicht Solaranlagen bauen. Big Brother der Zukunft wird die Leute beschäftigen. Big Brother der Zukunft wird sagen, ja, helft euch doch nachbarschaftlich gegenseitig, da muss ich mich um nichts kümmern. Aber solange wir eben nicht gucken hinter die letzten Vorhänge im Marionettentheater, wissen wir nicht, ob wir vorne falsch zappeln. Also es ist wirklich gut, sich diese Visionen von der Willkürdiktatur, die unsere Welt bestimmt, vor Augen zu halten. Und nur die Frage, ob es eine Willkürdiktatur ist, rettet uns davor, ihr zu verfallen. Ja, also das sozusagen, ich werde jetzt mal versuchen nochmal, ich glaube, ich bin dran, gell? Ich bin so richtig. Ja, die erstmal ganz kurze Bemerkung, liebe Paula, die neuesten Daten bestätigen das, was du gesagt hast. Es ist eher so, dass wir sagen, natürlich wurden im Mittelalter unter katastrophalsten Lebensbedingungen die Leute manchmal im Durchschnitt nur 30 Jahre alt, aber da waren Kriege, Seuchen und alles Mögliche. Die Forschung sagt eigentlich eher, dass wir heute im Durchschnitt kürzer leben als früher, denn die Nahrung und die Umweltvergiftung, das kostet alles Jahre, Lebensjahre. Und wir haben leider keine harten Daten aus der Zeit von vor 400.000 Jahren vor der Erfindung der Marktwirtschaft beziehungsweise des Tauschhandels. Aber wenn wir dort Daten hätten, vermuten viele Forscher, dass wir ungefähr bei diesen 127 Jahren liegen oder auf dem Weg dahin waren. Es kann ja auch sich überschneidende Kurven gegeben haben. Ja, dann übrigens, durch die Wohlfühlstimme wird ja eben der Zucker nicht mehr beworben und in die Bevölkerung reingepumpt, denn der Lebensmittelhändler kriegt dann am meisten Verdienstzuschlag, wenn er die Leute verführt zu gesundem, naturbelassenem Gemüse und Obst und den herrlichen, reifen Früchten, wenn er Gewächshäuser als Restaurants anbietet, es gibt ja schon Rewe-Restaurants, ja, wenn er da Gewächshaus-Restaurants mit herrlichen, reifen, süßen Früchten bietet und so weiter, ja. Und dann sozusagen unsere Gesellschaft ja und ist korrumpiert und der Lobbyismus unserer Gesellschaft stoppt sofort durch die Wohlfühlstimme, denn Lobbyismus bedeutet immer, dass ich eine politische Entscheidung durchsetzen will, die der Masse schadet, aber meinem Unternehmen nützt, also die auch den anderen Milliardären schadet, aber mir nutzt.
Und das hört sofort auf, weil die Wohlfühlstimme führt ja dazu, dass ich, wenn ich diese Gesetzesänderung durchkriege, werde ich ja durch die Wohlfühlstimmen finanziell bestraft. Und dadurch würde ich mir, also würde man vom ersten Tag der Einführung der Wohlfühlstimme, gibt es keinen Lobbyismus mehr und damit die Korrumpiertheit in der großen Form nicht mehr. Ja, aber Paula, du bist dran, meine Zeit ist um. Ich halte, wie nach wie vor, ich bleibe dabei, ich halte von Bestrafung überhaupt nichts. Der Mensch reagiert dann mit Ablehnung, mit Blockaden. Davon halte ich überhaupt gar nichts. Also ich kann nur sagen, meine Tante, die ist sehr gläubig, die ist griechisch-orthodox und hat schon zweimal Krebs gehabt, wo der Arzt gesagt hat, sie wird sterben. Und sie glaubt so sehr, sie isst nach der Bibel. Und zwar jeden einzelnen Tag. Und sie ist inzwischen 87 und ihr geht soweit gut, hat zwar beide Brüste verloren, weil das zweimal gestreut hat im ganzen Körper. Und in ihrem Haushalt gab es noch nie Zucker. Es gibt nur Naturprodukte, nur reine Naturprodukte. Und wenn, dann zuckerhaltig aus Honig oder Zuckerrüben, was man selber halt anpflanzen kann oder machen kann oder bekommen kann vom nächsten Bauern. Aber ich habe noch nie eine Riegel Schokolade in ihrem Haushalt gesehen. Sowas existiert überhaupt nicht. Ich gehe jetzt mal kurz ein darauf, was ich vorschlagen würde. Wir brauchen ja Zwischenschritte. Also da, wo ich bin oder auch der FF ist, weiß ich, ist mir klar, sind noch lange nicht die Leute, dass sie sich selbst erkennen, dass sie wissen, was sie brauchen. Manchmal brauchst du sogar Zucker. Ja, es kommt immer ganz drauf an, wie du gerade, ob du unterzuckert bist oder was auch immer. Es gibt, ich nehme zum Beispiel nur, wenn ich zuckere, dann nur Honig, Naturhonig. Und das auch wirklich meistens nur, wenn ich mich schlecht fühle. Also dann esse ich extra einen Löffel Honig als Gesundheitszufuhr. Aber was ich vorschlage ist, vielleicht fangen wir erstmal an mit der Wirtschaft, dass wir eine Permakultur machen. Permakultur ist im Grunde einfach ein natürliches Wachstum der Pflanzen. So, was ich auch vorher schon gesagt habe. Wenn wir das wieder einführen können und als Gesetz machen, dann müssen wir keinen bestrafen. Ja, also ich bin halt gegen Bestrafung. Wir können ein Gesetz machen, wo es heißt, also in die Naturprodukte darf man nicht eingreifen. Punkt. Und auch keine Patente über Kreuzungen und so weiter machen. Diese Kreuzung kann man auch natürlich machen. Ja, also das haben unsere Vorfahren auch schon gekannt. Da muss man nicht chemisch eingreifen und da irgendwas konstruieren. Dann gibt es im Moment eine Möglichkeit, das nennt sich Cradle to Cradle, von der Wiege zur Wiege. Das ist eine Kreislaufwirtschaft, die aber etwas weiter ausholt. Das heißt, ein Produkt, das man herstellt, sollte aus Naturprodukten bestehen, die abbaubar sind, aber wieder einsetzbar. Das heißt, wenn man einen Turnschuh hat, kann man den dann wieder zurückgeben und die machen aus dem gleichen Material dir dann wieder einen neuen Schuh ohne große Aufwendung. Also es gibt gute Ansätze, dazu kann ich nur empfehlen, Humanistische Friedenspartei, da gibt es ein Programm, das haben wir 2 Jahre erarbeitet mit 60 Leuten von Alter 18 bis 82 aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wir haben uns, so wie wir heute das gemacht haben, 2 Jahre hingesetzt, das ganze System auseinandergenommen und die besten Sachen, die im Moment existieren und die werden sich entwickeln, weiterentwickeln durch uns, aufgeschrieben. So, genau. Da kann man natürlich Ideen holen. Und da kann ich dir nur zustimmen, denn Permakultur und Cradle to Cradle sind natürlich auch das Ziel des Weltrates, nur dass wir das eben über die Wohlfühlstimme quasi glauben, schneller hinzukriegen, als dass wir ein Gesetz kriegen, wo ja die ganzen Konzerne mit ihren Lobbyisten dagegen kämpfen werden. Ja, und deswegen über die Wohlfühlstimme können sie nichts anderes machen. Aber gut, nachher. Jeder kann das doch selbst machen. Wir sind doch nicht abhängig von irgendeiner Firma, sondern wir erkennen doch gerade in der Corona-Zeit, wie abhängig wir von Netto und Aldi und so sind. Im Grunde, wenn wir Genossenschaften schaffen, eigene kleine regionale Genossenschaften, die für sich selbst natürliche Produktionen starten, können sie schon mal davon leben. Auch wenn es nur 20 Leute sind, 30 oder 50. In Krisenzeiten, wenn diese Lieferketten dann unterbrochen werden oder sie uns eines Tages diktatorisch welches Gemüse liefern, auch wenn es Bio-Gemüse heißt und du weißt nicht, wie viel Gifte drin sind, weißt du ja nie, was da drin ist. Genau. Du weißt es nur, wenn du es selber machst. Ja, aber da sind wir uns einig. Und jetzt müssen wir aber Tom wieder ranlassen. Tom, bist du bereit? Ich wollte auch nur sagen, ich müsste bald mal Schluss machen, weil ich habe noch 1-2 Termine am Nachmittag. Sollen wir noch eine letzte Runde dann machen? Ja, die mache ich gerne mit. Eine letzte Runde und dann machen wir Schluss, ja? Alles klar, Tom? Du bist dran. Ja, ich
bin noch da. Ja, genau, Paula. Die Wirtschaft, zuerst mal an die Wirtschaft, ja, genau. Die Umstrukturierung, ich habe das auch unter Pflanzen im Programm, ja, der Anbaumethoden und so weiter, ja, ist natürlich sehr wichtig, sehr, sehr wichtig, ja. Ich gehe auch mit meinen Sachen da gar nicht so auf die Politik ein, sondern mehr auf die Wirtschaft. Da müssen wir zuerst erstmal. Wir haben wirtschaftliche Probleme und die müssen wir jetzt erstmal lösen. Ja. Israel macht das schon ganz erfolgreich, ja. Die bepflanzen die Wüste, sie entsalzen das Wasser, schaffen Wasser ins Landesinnere. Wir haben auch ein Elektroflugzeug entwickelt und es geht den Leuten und das Essen, ja, genau. Wir haben der Gesundheitsminister ist gleichzeitig der Wirtschaftsminister, ja, und der verbietet auch mal die süßen Krabben, die die Kinder da immer kriegen, zu bestimmten Feiertagen, ja. Das ist also auch eine gute Möglichkeit, ja. Und man sieht, wenn man drüben ist, ja, und trotz der großen Gefahr, in der die leben, sind die eigentlich doch recht glücklich, ja. Also dieses Konzept, sich der Wirtschaft erstmal da zuerst sich mit der Wirtschaft zu beschäftigen, ja, ist, denke ich, auch das Richtige, weil da liegen unsere Hauptprobleme, ja. Und das andere wird sich, sehe ich an unserer Diskussion jetzt, ja, wird sich automatisch ergeben. Es wird sich von selbst regeln, aber wir müssen erstmal, ja, vor allen Dingen mit diesen Milliardärskönigen zurechtkommen. Ja, jetzt ist meine Zeit schon wieder zu Ende. Ja. Aber ich bin auch irgendwie da leer geschöpft, ja. Ich möchte nochmal auf meiner Webseite da hinweisen, da kann sich jeder mal selbst ein bisschen ein Bild machen und sehen, ob er das mag oder nicht, ja. Ja, danke. Und FF, du bist dran. Ja, also ich finde es ein bisschen schade, wenn wir jetzt recht schnell beenden, aus dem Grunde, weil ich glaube, es gibt noch Dinge, also ich habe ja gehört, Paula ist auch von Russia Today. Also ich bringe das Problem, was ich noch auf jeden Fall einbringen wollte, folgendermaßen mal auf den Punkt. Ich hatte gesagt, für ein denkendes Wesen wäre gut, wenn es frei denken kann, auch suchtfrei sich Verantwortlichkeit vorstellen kann und so und sehe da auch den Primat der Politik vor dem Wirtschaftlichen, weil keiner von uns wird sagen, er geht in die Lebensregie vor allem dadurch, was er aus seinem Portemonnaie rausnimmt, sondern die entscheidende Lebensregie ist, wie wir denken und gemeinsam planen, nach Sinngründen. Das ist unsere höchste Steuerungsstufe und die kann nicht erst durch Wirtschaftliches ersetzt werden, sondern auf die Ebene sollten wir uns voll einlassen. Und da möchte ich auch auf den Rahmen, in dem wir uns da hier getroffen haben, jetzt nochmal eingehen. Also Dylan und ich hatten vorher schon darüber geredet, wie entscheidend es dann für freie denkende Wesen ist, dass das freie Denken und das freie Diskutieren, die freie Übersicht über alle Wahlalternativen, dass das eben zu einer Steuerungsbasis, einem Pool der Möglichkeiten auch gemacht wird für alle Menschen. Also dass da nicht bevormundend denen bestimmte Ideen oder Argumente vorenthalten werden, sondern dass wir frei den Überblick über alles bekommen. Dass keine Diktatoren oder keine ideologischen Szene-Lobbys und was weiß ich uns so gegeneinander trennen und spalten, und wir da gar nicht in den offenen Austausch kommen, also wichtige Alternativen ausgeblendet werden. Und da habe ich sehe ich Riesenprobleme in unserer Welt, diese Frontenbildung. Also ich engagiere mich zum Beispiel mit bei Extinction Rebellion. Ich sage gleich dazu, ich spreche für keinen anderen, ich spreche für mich. Ne? Aber da ist es zum Beispiel so, wenn ich mit jemandem von Russia Today spreche, dann sagen die gleich, du machst Querfront, du öffnest da den Diskurs für die Rechten, die esoterischen Verschwörungstheorien und so weiter. Mit denen sollte man gar nicht reden. Schranke runter und fertig. Auf der anderen Seite, also ich bin der Ansicht, dass das ein Unsinn ist, da von falscher Querfront zu reden, weil auch wie bei Wikipedia steht, falsche Querfront könnte man vielleicht sagen, wenn die verschiedenen Gruppen sich mit der Schnittmenge verbinden, anti-emanzipatorisch zu wirken. Aber wo die Gruppen sich damit verbinden, emanzipatorisch gemeinsam zu wirken, da wäre es wichtig, ne? Also gerade für solche freien Gespräche miteinander freie Argumente bühnen. Aber da müssten wir alle gucken, wie wir da Vertrauenswürdigkeit hinbekommen,
dass wir diese Frontentheorien durchbrechen können. Also zum Beispiel, wenn jetzt jemand von Russia Today mit jemandem von mir sagen könnte, ja, wir schlagen Brücken auch zwischen Bewegungen wie Extinction Rebellion und so einer von der russischen Regierung auch unterstützter Sender. Trotzdem wollen wir uns dafür einsetzen, eine wirklich freie Argumentebühne zu schaffen, wo weder Diktator Putin noch irgendwelche Linksautoritären uns das Gespräch miteinander abwürgen können. Also wenn wir auf solche Schienen gehen könnten, das wäre eine Weichenstellung oder ein ganz entscheidender Zwischenschritt aus meiner Sicht, wie wir da dann wirklich weiterkommen können und alle Schleusen öffnen können für die vernünftigen Vorschläge der Zukunft. Genau, und genau dafür stehen ja die Next Scientists for Future, dass sie sagen, wir sprechen mit jedem. Ja, solange jemand im Gespräch keine verbalen Straftaten begeht, kann er jede Verfassungsänderung vorschlagen. Er kann das vorschlagen, er kann das vorschlagen, er kann vorschlagen, was weiß ich, Enteignung von Produktionsmitteln als richtigen Weg kann er vorschlagen. Er kann andere Dinge vorschlagen und so weiter, ja. Sozusagen, also wir können doch, wir müssen den Staat einfach völlig neu denken, ohne überhaupt irgendetwas vorzuverurteilen. Und wir dürfen auf keinen Fall diesen ganzen Meinungsunterdrückungsmechanismen, die sagen, mit dem dürft er nicht reden und mit dem dürft er nicht reden und mit dem dürft er nicht reden. Das ist für uns eine Krankheit unserer kapitalistischen, marktwirtschaftlichen Krankenkultur. Und ganz kurz nur, also Permakultur, Cradle to Cradle, das muss sein, ja, alles wieder herkriegen. Aber wie kommen wir dahin, ja? Oder auch Ursortenrückzüchtung. Also unser Ansatz noch abschließend ist halt mein Schlusswort für, und vielleicht macht jeder noch ein einminütiges Schlusswort. Mein Schlusswort ist für heute, dass ich sage, der Weltrat der Weisen und die Next Scientists for Future.de, die jetzt nochmal eingeblendet sind im Bild, 6 von den 24 Professoren und Doktoren sind mal eingeblendet ins Bild, eingebildet hätte ich sagen müssen. Und unser Ziel ist, dass wir sagen, wir müssen Gutes tun wie Permakultur und Cradle to Cradle, finanziell so belohnen, dass derjenige, der das Gute tut, wirtschaftlichen Vorteil hat gegenüber demjenigen, der weiterhin die Umwelt zerstört und alles kaputt macht. Das war so mein Schlusswort vielleicht für heute. Ja, vielleicht jeder noch eine Minute Schlusswort, ja? Ja, ich versuche das. Ich will mich erstmal bedanken an Scientists for Future und vor allem an dich, Dylan, dass du das möglich gemacht hast. Ich fand das gerade toll, dass der öffentlich bekannt hat, dass er von Extinction Rebellion ist. Und natürlich habe ich da auch Vorurteile, weil ich weiß, wer da Geld reinpumpt. Ich bin ja freie Journalistin und ich werde immer frei bleiben. Also ich lasse mich da nicht vor einen Kahn ziehen. Ich bin selbst zu RT Deutsch, auf RT Deutsch zugegangen, weil ich ja 18 Jahre lang hunderte von Konzerten in Russland gegeben habe. Das heißt, ich habe insgesamt 2,5 Jahre in Russland verbracht, nur aufgrund meiner Konzerte, und ich habe sehr viele Menschen dort kennengelernt und wollte eine Brücke schaffen. Genau das, was FF gesagt hat. Ich bin extra freiwillig zu RT Deutsch. Die haben mich angehört, sie kannten mich schon, dass ich also in der Friedensbewegung und Freiheitsbewegung bin, und sie haben auch das verstanden, dass es notwendig ist, eine Brücke zu schlagen, weil darum geht es. Je mehr verschiedene Menschen, und das finde ich heute super gut, zusammenkommen und miteinander reden, desto mehr merkt man, wie ähnlich wir uns sind in den Werten, die wir eigentlich als Menschen haben. Wir wollen alle in Frieden leben und gesund leben und in Freiheit. Und ja. Das beinhaltet alle Menschen auf dieser Welt. Nochmal, Bestrafung und Belohnung halte ich gar nichts von. Das ist genau Zuckerbrot und Peitsche, wie wir also dieses System hier führen. Das halte ich für nicht richtig. Ich halte es für richtig, wenn es kleine regionale Gruppierungen gibt, die einfach zusammenhalten, die Genossenschaften, und sagen, also wir in der Region, wir machen das so, wie macht ihr das da drüben? Ja, wie in Beziehungen. Manche mögen Sadomaso in der Beziehung oder, so wie du gesagt hast, also vielfältige Bonobo-Verhalten, oder manche mögen einfach einen gemeinsamen Aufbau einer langen Beziehung. Das kann jeder gestalten, wie er möchte. Und deswegen Belohnung und Bestrafung halte ich für nicht wichtig und nicht richtig.
sondern mehr darauf eingehen, solche Sendungen wie diese zu machen, Treffpunkte zu finden, wo alle zusammenkommen. Ich habe ja auch berichtet vom Rosa-Luxemburg-Platz und die Bergpartei hatte dort eine Gegendemonstration gemacht und natürlich habe ich mit denen gesprochen. Ich wollte wissen, hey, warum? Und am Schluss meines Interviews waren die im Grunde, wir hatten mehr Gemeinsamkeiten, als uns getrennt hat. Auch wenn die dagegen waren. Ja. Die meisten demonstrieren ja nicht gegen irgendeine Gruppe, sondern eher gegen den Staat. Und so, wenn ich finde es immer merkwürdig, wenn man halt für den Staat demonstriert, so wie Greta oder so, da habe ich halt meine Schwierigkeiten, weil wenn Frau Bundeskanzlerin klatscht und sagt, bravo Kindchen, weiter so, dann weißt du, dass du irgendwie nichts verändern wirst, sondern genau in dieser Mechanismus rein. Ja, manche haben ja da auch von Teenwashing gesprochen. Man hat sich mit den netten Teenies geschmückt und hat die weich sanft ins Leere laufen lassen, sozusagen. Aber danke soweit. Tom? Also ich bedanke mich nochmal bei allen Teilnehmern. Ich fand das Gespräch sehr sympathisch. Ja, ich werde auch auf die Seiten gehen, auf eure Seiten gehen und mir das angucken, weil wir nur gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten. Ja, und darum geht's ja hier. Tom, dein Schlusswort? Ja, gemeinsam, genau. Ich möchte natürlich die Wirtschaft erstmal ändern, die dringendsten Probleme, ja. Um dieses der Mensch zu sich selbst finden, kümmere ich mich da weniger, ja. Darüber denkt der FF ein bisschen mehr nach, ja. Ich finde, ja, er ist im Recht, ja, das muss so sein, wie er sagt, ja, so sollte es sein. Und ich sagte ja auch am Anfang, so wird es auch irgendwann mal sein, ja, weil wir uns ja weiterentwickeln. Und, also hoffe ich doch, ja. Aber dazu müssen wir erstmal die wirtschaftlichen und umwelttechnischen Probleme, die müssen wir jetzt ganz krass und sehr schnell angehen. Wenn wir warten bis 2050, ja, und könnte es zu spät zum Handeln sein. Ja, ja, ja. Ja, und vielleicht noch Öff jetzt zum Schluss. Ja, danke schön. Also ich finde auch, wir müssen die Puzzleteile zusammensetzen. Wir haben hier vieles gesagt, was sehr vernünftig ist, was zwingende Argumente hat. Auch jetzt zum Schluss, was Tom gesagt hat, wie dringend es ist. Nur die besten Argumente kommen nicht durch, wenn gar nicht nach Argumenten geguckt wird oder nach Argumenten gegangen wird. Deshalb sehe ich diese Schlüsselfunktion wirklich in dem, was wir jetzt hier gerade auch versuchen, freie Argumentebühnen zu schaffen, die wirklich Demokratie pur praktizieren wollen. Dieses offene Konzept des deutlichbaren Konsenses. Das ist sozusagen das Ventil aufmachen. Weil wenn dann, egal für was, für Permakultur, für erneuerbare Energien und was weiß ich, wenn alles auf den Tisch kommen kann, dann ist vieles so einfach wie 2 und 2 ist 4. Ich gebe Paula recht, dann können auch Menschen, die vorher gedacht haben, sie können gar nichts miteinander anfangen, plötzlich ganz überraschende konstruktive Schnittmengen miteinander finden. Aber dafür müssen wir dieses Ventil aufreißen, dass wir nicht mehr nur Teilsichten haben, sondern dass wir den gesamten Horizont frei anschauen können und nach Argumentequalität gehen können, statt nach Vorurteilen oder irgendwelchen Machteinflüssen, die uns gegeneinander stellen wollen. Und ich bin ganz sicher, dann fügen sich unsere passenden Teile auch zusammen. Also auch das Teil, wo ich ja hauptsächlich von geredet habe, dass wir letztlich auch uns für Zukunftsfähigkeit oder auch untereinander als sozial verlässliche Partner, da werden wir am Ende drauf bauen wollen, dass wir nicht suchtkrank sind und ohne den Stoff richten wir Schaden an, sondern dass wir diese innere Reife haben, aus der Freude an dem, was im Ganzen sinnvoll und verantwortlich ist, handeln zu können. Ich finde es ganz wichtig, wenn wir da dranbleiben. Also wir haben jetzt heute, sind wir bis dahin gekommen quasi. Der Dylan wird das ja, denke ich, so weitermachen, dass wir da diese freie Argumentekultur und solche Demokratie-Pur-Bühnen weiterführen. Aber ich lade euch ganz herzlich ein, seid da mit dran, weil es ist massiv um uns herum, dass mit diesen Trennungsfronten wie Querfrontverbot und Vorwürfen und was weiß ich, es verhindert wird, dass wir da weiterkommen in dieser Richtung freie Argumente bühnen.
Ja, genau das ist nämlich das Dilemma. Wir sprechen nicht mehr miteinander. Und deswegen lade ich alle, auch die Zuschauer, herzlich ein. Liebe Paula und Tom und das Bandbreitenmodell, die Economy for Mankind wird demnächst auch wieder dabei sein. Überlegt euch schon mal, was wäre ein guter nächster Termin für euch und wen könntet ihr noch aus dem Bekanntenkreis an Denkern einladen, die noch mittalken können. Ja, es ist, ich glaube, wir müssen es wirklich so machen, dass anstatt, dass es irgendwann so wird, dass man anstatt Maybrit Illner zu schauen, schaut man Demokratie pur Talkshows der wissenschaftlichen Tagesschau heute sozusagen. So muss es werden. Und wir müssen mit jedem reden, denn dass diese Grenzen, dass man nicht mehr miteinander spricht, das führt. Oh. Jetzt bin ich wieder da. Ab. Jetzt bin ich abgestürzt. Ach, Maria. 089 44 1 2 3 4 5 6. Welcome to Globify. Ja, hallo, leider bin ich abgestürzt. Dylan? Ja? Ja, jetzt bin ich gerade allein, es sind alle nacheinander abgestürzt. Ihr müsst sich dann alle neu einwählen. Ja, ich hatte die Nummer, ich habe gar nicht gewusst, die Nummer habe ich schon auswendig. Ich habe nach der Nummer gesucht, dabei habe ich sie schon im Kopf. Ne? Die Nummer habe ich auswendig. 089 44 6 mal die 3 und dann 4 mal die 7, 4 mal die 8 und deswegen bin ich jetzt wieder da. Hallo, seid ihr wieder da? Ich bin wieder da. Du warst zuerst abgestürzt. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, das liegt an unserem Computer. Ungefähr bei 2 Stunden schaltet der immer mal für eine Sekunde ab oder so. Aber ich habe mich zum Glück dann doch erinnert, dass ich ja die Nummer doch im Kopf kann. 089 44 33 6 mal die 3. Das habe ich dann hingekriegt noch. Das ist immer gut, wenn man es im Kopf ist macht. Paula jetzt ganz weg? Ich bin dann auch plötzlich raus gewesen. Wir haben noch ein bisschen weiter geredet und dann war ich plötzlich auch weg. Ich habe die anderen beiden nicht mehr gehört. Ja. Ja, dann machen wir jetzt den Abschluss. Also ich schicke der Paula gleich noch mal eine Mail. Also alle überlegen bitte, wann wollt ihr wieder einen Termin machen? Denn ich bin natürlich dabei, von mir aus so häufig wie möglich und am besten jetzt noch jeder noch mal jemanden mit dazu bringen aus irgendeiner Gruppierung oder Sache, ja? Also ich kann dir jedenfalls schon mal sagen, denen, ich bin ja mit dem Herzen und mit ganzer Energie dabei, weil seit Jahren renne ich rum und frage auch die Leute, auch die Bildungsexperten, ne? Dafür transformatives Lernen und so, gibt es Experten hier in Deutschland. Ich frage sie, kennt ihr eine einzige Plattform hier in Deutschland, die die beiden Ansprüche erfüllen will? Alle Argumente können auf die Bühne und es geht nur nach Argumentequalität statt anderer Manipulation. Und immer die Antwort, nein, wir kennen keine einzige solche Argumentebühne. Aber ja, das muss unbedingt entstehen. Genau. Und deswegen, also, schickt mir eine E-Mail, wann es passen würde. Also ich mache ja jeden Tag Sendung. Ich bin immer dazu bereit. Sagt mir, wann es bei euch passt. Und wenn ihr vielleicht noch jemanden, sei es von der gleichen Gruppierung oder von einer anderen Gruppierung dazu holen könnt, das belebt immer die Sache. Ja? Ja? Und ich schicke der Paula noch eine E-Mail und jetzt mache ich hier einfach mal, beende ich hiermit die Sendung und
ihr sagt mir per kurzer Mail, wann es bei euch terminlich klappen würde. Am besten jeder ein paar mehr Terminvorschläge und dann gucken wir, dass wir uns bald wieder zusammenfinden. Ich fand es schon mal toll, dass wir heute eben wieder mal eine ganz andere Perspektive drin hatten in der Sendung, ja? Aber die Welt wird nicht an einem Tag erbaut. Rom wird nicht an einem Tag erbaut, gell? Ja, also ich würde ja sagen, so am Wochenende ist es eher, weil ich habe... Ja, wie wäre es mit Samstag oder Sonntag? Sonntag wäre eigentlich gut, ja, genau. Sonntag 10.30 Uhr? Weil, prima, weil Sonntag ist mein Montag und Samstag ist Schabbat und Freitag ist Kabbalah. Schabbat, ja. Sollen wir schon mal festhalten, auf jeden Fall Sonntag 10.30 Uhr. Machen wir auf jeden Fall eine Sendung. Ja, ich versuche mich immer darauf einzustellen. Du kannst mir auch mal Bescheid sagen, was es so für Gelegenheiten sonst gibt. Ja, wenn noch was vorher ist, sage ich Bescheid. Ansonsten stelle ich mich jetzt mal auf Sonntag 10.30 Uhr ein, ja? Sonntag 10.30 Uhr. Bingo. Alles klar. Und wie gesagt, versucht nochmal mit anderen Leuten anzusprechen. Ich war jetzt froh, dass Paula dabei war, weil es einfach, das ist unheimlich schwierig, weil einfach sozusagen ja viele Menschen so diese Schranken haben, mit dem darf ich nicht reden, mit dem darf ich nicht reden. Und zum Beispiel, wir haben ja gesehen, dass bei der einen von KenFM, dass wir der vielleicht nicht linksradikal genug waren wiederum, ja, obwohl wir ja den Kapitalismus beenden, aber vielleicht nicht so hart wie sie. Und so sind überall die Schranken, gell? Das sind überall nur noch Schranken. Und wir müssen miteinander sprechen, wie Öff ja eben richtig gesagt hat. Ja, warte mal ein. Die Leute von KenFM, die leiden da selber auch drunter. Ich kann ja sagen, also bei Extinction Rebellion zählen die unter Rechte, ne? Wo es schon disqualifizierend ist, wenn mit denen redet. Ja, und das ist traurig. Das ist alles traurig. Ja. Das ist nur traurig. Ja. Und das müssen wir beenden. Und wir haben heute eine schöne zweite Talkshow. Und ich auch nochmal die Zuschauer. Wenn Sie anderer Meinung sind als wir, kommen Sie in die Sendung. Hier ist der Platz, Ihr Konzept darzustellen, wie Sie die Welt verbessern wollen. Ja? Und wie Sie anderer Meinung sind. Ja? Alles klar. Es muss ja nicht jeder ein Konzept haben. Er kann ja einfach nur mitreden. Ja, er kann ja auch sagen, was er noch nicht versteht an den Konzepten der anderen. Oder so, ja. Ja, genau. Ja, dann beenden wir die heutige zweite Talkshow. Ich bringe nochmal das Bild rein. Die wissenschaftliche Tagesschau heute, Format Talkshows, Demokratie pur. Und bis bald. Tschüssi. Ja.